Ja, ganz herzlichen Dank, Renate Glaser, und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute alle hier sind. Ja, der Verein wurde angesprochen. Ich habe einen Verein gegründet mit Migrationshintergrund für Deutschland. Warum habe ich das gemacht? Ich habe ja selber ausländische Wurzeln. Ich bin Deutscher, aber habe griechische Wurzeln. Mein Vater ist Grieche, meine Mutter ist Deutsche. Wissen Sie, ich habe seit 2016 als Abgeordneter im Stadtparlament Wiesbaden und seit 2019 im Landtag in Hessen immer wieder erlebt, dass Schülergruppen kamen. Und die häufigste Frage war, wie eigentlich unser Verhältnis als Alternative für Deutschland zu Ausländern ist oder zu Bürgern mit Migrationshintergrund. Und die Haltung war immer die, dass man gedacht hat, ja, die ist negativ. Ich habe dann immer aufgeklärt, wie unsere Haltung ist. Und habe auch klar gesagt, dass ich selber einen Migrationshintergrund habe. Und ich habe dann immer wieder erlebt, wie viele Jugendliche da sehr positiv drauf reagiert haben, aber wie stark das Framing der anderen Parteien ist, ist eine tragende Säule der Diffamierung und Stigmatisierung, dass man uns vorwirft, wir hätten ein negatives Verhältnis zu Ausländern. Das Gegenteil ist der Fall, aber wir wollen halt, dass die Menschen kommen, dass sie legal kommen, dass sie sich integrieren, dass sie die deutsche Leitkultur annehmen und die Werte, und dann sind sie willkommen. Und diesen Verein habe ich gegründet, kurzerhand, weil ich im April diesen Jahres hatte ich gleich zwei Schülergruppen, wo das ein Riesenthema war. Und ich habe gesagt, da gründen wir jetzt einen Verein, der das Ziel hat, einfach bekannter zu machen, wie viele Menschen in der AfD einen Migrationshintergrund haben und dass, wenn man ein konservativer Mensch ist mit Migrationshintergrund, dass man sehr wohl die AfD wählen kann und dass man Mitglied sein kann und dass das auch schon ganz viele machen. Und die Grünen und die Linken und die SPD, die toben darüber natürlich, weil die gehen automatisch davon aus, dass, wenn man Migrationshintergrund hat, dass man politisch links sein muss. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Es ist vielmehr so, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich politisch konservativ sind, also unsere Werte und Ansichten teilen. Aber gerade Bürger mit Migrationshintergrund haben auch keine Illusionen über diese Masseneinwanderung, die stattfindet seit 2015, und die katastrophalen Folgen in der Art und Weise, wie Deutschland das macht. Das haben wir ja exklusiv weltweit, diese Art der Migrationspolitik. Und meine Damen und Herren, seit 2015 erleben wir eine fortgesetzte Masseneinwanderung nach Deutschland, vor deren Folgen die Alternative für Deutschland seit Beginn dieser unfassbar naiven und auch völlig verantwortungslosen Migrationspolitik gewarnt hat. Und wir wurden und werden für diese berechtigten Warnungen massiv stigmatisiert und diffamiert. Und das Thema Migration wird generell auch oft tabuisiert, damit jede ehrliche Diskussion darüber im Keim erstickt wird. Und wir erleben auch, wie man mit Bürgern umgeht, die ebenfalls vor den negativen Folgen dieser Masseneinwanderung warnen, in der sich eine unbegrenzte Zahl von illegalen Migranten einfach so Deutschland als neue Heimat aussuchen darf, anstatt dass sich der Staat eine sinnvolle Zahl an legalen Zuwanderern aussucht, deren Qualifikation, Kultur und Werte unsere Gesellschaft benötigt. Bürger, die davor warnen, werden nämlich ebenfalls oft diffamiert und stigmatisiert. Sie werden schnell in eine Ecke gedrängt, in der sie nicht gehören. Meine Damen und Herren, es gibt kaum ein Problem, das durch die Masseneinwanderung verursacht wurde, aber sehr, sehr viele Probleme werden durch diese Masseneinwanderung massiv verschärft. Kriminalität, zu wenige Lehrer, zu wenige Erzieher, sinkendes Bildungsniveau, Fachkräftemangel in Behörden und Ausländerämtern, zu wenig Ärzte, fehlender Wohnraum. Wer die Augen offen hat, wer bereit ist, die Realität an sich heranzulassen, der kann das klar erkennen, übrigens schon seit langer Zeit. Es ist eine Masseneinwanderung, die immer mehr Bürger berechtigte Sorgen macht. Sie sehen, in welcher Art und Weise sich Deutschland verändert, ohne dass sie wirklich gefragt wurden. Die Sorge vor einer nicht mehr umkehrbaren kulturellen Überfremdung steigt. Die Sorge vor dem Verlust der Heimat, wie die Bürger ihr schönes Deutschland kennen und schätzen, steigt. Übrigens auch bei vielen Bürgern mit Migrationshintergrund. Und diese ganzen Sorgen, sie sind berechtigt. Die Not der Menschen, die aus vielen Ländern der Welt nach Deutschland drängen oder auch einfach nur aus dem Wunsch nach einem besseren Leben, das sehen wir
Und das verstehen wir auch. Aber wir sehen halt auch, dass zu einem erschreckend großen Teil eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme stattfindet. Und meine Damen und Herren, dieser Satz muss sein: Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Und übrigens, dieser Satz ist keine Erfindung von mir, sondern es ist ein Zitat des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer aus dem Jahre 2015, also bevor er 2018 in der Merkel-Regierung Bundesinnenminister wurde und sein politisches Rückgrat verlor. Meine Damen und Herren, diese Masseneinwanderung kostet den Steuerzahler seit 2015 Jahr für Jahr extrem viel Geld und die Tendenz ist steigend. Und darüber hinaus haben die Bürger auch ein Recht auf ihre kulturelle Heimat und die Bewahrung dieser Heimat. Wir haben in Hessen einen CDU-Ministerpräsidenten, Boris Rhein, der erst seit ein paar Monaten de facto AfD-Positionen übernommen hat. Er fordert seitdem eine Begrenzung der Masseneinwanderung. Gleichzeitig gibt es aber hier in Hessen immer noch über 15.000 ausreisepflichtige, abgelehnte Asylbewerber. Und Abschiebung ist Ländersache. Und Boris Rhein betreibt hier in Hessen ein freiwilliges Aufnahmeprogramm der Landesregierung für Afghanen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, diese schwarz-grüne Landesregierung leistet sich ein freiwilliges Aufnahmeprogramm für Afghanen, was in den letzten Monaten erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Wir fordern im Landtag seit Monaten, dieses freiwillige Aufnahmeprogramm zu beenden, und er tut es nicht. Und wie glaubwürdig, frage ich Sie jetzt, ist eigentlich Boris Rhein? Wie glaubwürdig ist die hessische CDU in ihrer Forderung, die Migration zu begrenzen? Meine Meinung, diese hessische CDU ist in diesem Punkt nicht zu trauen. Und es braucht ein starkes AfD-Wahlergebnis am 8. Oktober, damit die CDU genug Druck hat, hier wirklich dauerhaft den Kurs zu wechseln, meine Damen und Herren. Eine starke AfD übt Druck aus. Und deswegen ist eine Stimme für die AfD eine Stimme, die wirkt. Wir sind nicht nur der Stachel im Fleisch der anderen Parteien, das sind wir auch. Nein, wir sind auch der Ruf der Bürger nach einer Rückkehr zur Vernunft. Und ich prophezeie Ihnen eines: Wir werden das Problem der Masseneinwanderung erst lösen, wenn wir auf das australische Modell gehen und es von Seiten der EU laut und klar in Richtung illegale Migration heißt: You will not make Europe home. Die Wahrheit ist nämlich leider, angesichts der explodierenden demografischen Entwicklung im Nahen Osten und in Afrika, wird eine Begrenzung der Masseneinwanderung nicht reichen. Was wir brauchen, ist ein Ende der Masseneinwanderung, meine Damen und Herren. Wie es sich übrigens innerhalb der Europäischen Union, Dänemark, unter einer sozialdemokratischen Regierungschefin, Mette Frederiksen, zum Ziel gesetzt und praktischerweise auch schon weitgehend erreicht hat. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres kamen nach Deutschland 125.566 Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben. In den ersten 5 Monaten 125.566 Asylanträge in Deutschland. Im selben Zeitraum in Dänemark 1.064. 125.566 zu 1.064. Meine Damen und Herren, wo ein politischer Wille ist, da ist auch ein Weg. Meine Damen und Herren, der Wahlkampf der Alternative für Deutschland hier in Hessen zur Landtagswahl steht unter dem Motto: Hessen kann's. Und was wir Hessen können, das haben wir bereits am 6. Februar 2013, also vor über 10 Jahren, gezeigt. An diesem Tag gründeten nämlich 18 unserem Land sehr verbundene Bürger, die sich Sorgen, berechtigte Sorgen um die Zukunft Deutschlands machten, damals schon, in Oberursel, hier im schönen Hessen, eine Partei. Und sie nannten sie Alternative für Deutschland. Und es waren 18 Bürger, die es satt hatten,
einfach immer nur bei Wahlen das geringere Übel zu wählen, anstatt eine Alternative, von der sie wirklich überzeugt waren. Und was vor rund 10 Jahren in Hessen begann, hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Eine Erfolgsgeschichte, die von den anderen Parteien massiv bekämpft wird, mit allen Mitteln und vielen Vorwürfen. Und auch wenn die anderen Parteien in den vergangenen 10 Jahren noch so sehr versucht haben, uns auszugrenzen und zu diffamieren und zu stigmatisieren, es hat nicht funktioniert. Wir sind immer noch da. Wir sind gekommen, um zu bleiben, meine Damen und Herren. Auf einen Vorwurf möchte ich eingehen, und das tue ich jedes Mal in der Rede. Die anderen Parteien werfen uns nämlich vor, wir wollten eine andere Republik. Und dem entgegne ich stets mit den Worten von Alexander Gauland. Er sagte nämlich im Februar diesen Jahres, anlässlich der 10-Jahres-Feier der AfD, wir haben diese Partei nicht gegründet, weil wir eine andere Republik wollen, sondern weil wir keine andere Republik wollen, meine Damen und Herren. Und genau das ist der Punkt. Wir wollen unsere Heimat bewahren. Wir wollen auch in Zukunft eine Heimat haben. Und das Wichtigste, wir wollen auch für unsere Kinder und Kindeskinder Wohlstand, Sicherheit und Freiheit erhalten. Wir sind der Ruf der Bürger nach einer Rückkehr zur Vernunft. Meine Damen und Herren, vor 5 Jahren hat die hessische AfD mit 13,1% souverän den Einzug in den Hessischen Landtag geschafft. Die AfD ist in den Parlamenten, nicht nur in Hessen, eine feste Größe geworden. Die Lage ist aber auch zu ernst, um die Stimme der Vernunft zu ignorieren. Es braucht die Alternative für Deutschland, nicht weil es irgendeine weitere Partei braucht, sondern weil es eine Partei braucht, die wieder die Interessen des eigenen Landes an die erste Stelle setzt. Wir sind seit 2018 hier in Hessen die bürgerliche, konservative und freiheitliche Kraft, die in diesem Bundesland bis dahin so bitter gefehlt hat. Und durch unsere engagierte und kritische Oppositionsarbeit der vergangenen 5 Jahre haben wir die Politik in Hessen schon jetzt ein Stück weit verändert. Unsere Landtagsfraktion, deren Vorsitzender ich bin, sorgt dafür, dass Fakten und Themen auf den Tisch kommen, die alle anderen Parteien am liebsten ignorieren würden. Mit unseren Initiativen, Anträgen und Gesetzesentwürfen zeigen wir seit 5 Jahren unermüdlich, dass eine alternative Politik möglich ist. Wir sind die Stimme, die das Ausmaß der Migrationskatastrophe in Hessen und dem Bund beim Namen nennt. Wir sind die Stimme, die die Folgen der unverantwortlichen Schuldenpolitik und der damit einhergehenden Inflation und Verarmung beim Namen nennt. Wir haben die Fakten über die verlogene und schikanöse Corona-Politik auf den Tisch gebracht. Und wir haben zusammen mit vielen 100.000 Spaziergängern einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass eine allgemeine Corona-Impfpflicht verhindert werden konnte. Wir entlarven die Lebenslügen der sogenannten Energiewende und kämpfen für sichere und bezahlbare Energie. Wir haben uns eingesetzt für bessere Ausstattung der Schulen, für mehr Sicherheit auf den Straßen und für eine nachhaltige Finanzpolitik. Man schimpft uns radikal. Ich hingegen schaue auf die Politik der Bundesregierung unter Angela Merkel und Olaf Scholz und ich stelle fest, ich kenne in diesem Land nichts Radikaleres als die Politik der Altparteien. Masseneinwanderung, Energiewende, Heizungshammer, das ist radikale Politik gegen die Interessen der Bürger. Und ich kenne auch niemanden, der Angst hat, zum Beispiel vor Alexander Gauland. Aber ich kenne mittlerweile viele Bürger, die haben Angst vor Robert Habeck, seinem Heizungshammer und seiner selbstmörderischen Wirtschaftspolitik. Und ich kenne viele Bürger, die mittlerweile Angst haben vor Nancy Faeser und ihrer Tatenlosigkeit, ihrer absoluten Tatenlosigkeit angesichts einer sich immer weiter steigernden Masseneinwanderung. Und meine Damen und Herren, radikal ist es auch, die Verfassung zu brechen. Und die Verfassung hat nicht die Alternative für Deutschland in den vergangenen 5 Jahren gebrochen. Das waren nicht wir, sondern diese schwarz-grüne Landesregierung bereits 2-mal in dieser laufenden Legislaturperiode. Einmal hat die AfD sie gestellt.
Als Schwarz-Grün die 12 Milliarden Schuldenorgie namens Sondervermögen beschlossen hatte. Meine und Herren, wie verlogen ist es eigentlich mal am Rande bemerkt, als Regierung Schulden als Vermögen zu bezeichnen? Und SPD, FDP und AfD haben vor dem Hessischen Staatsgerichtshof geklagt. Als einzigste Fraktion bekamen wir in sämtlichen Punkten recht, als der Hessische Staatsgerichtshof die Vorgehensweise der schwarz-grünen Landesregierung ganz klar als verfassungswidrig beurteilt hat. Das ist radikale Politik. Und dieses Urteil ist ein Erfolg für uns. Und insgesamt sind die letzten 5 Jahre als Oppositionskraft Erfolge, die sich sehen lassen können für die Alternative für Deutschland. Und das ist auch die Politik, die wir unseren Wählern in der Zukunft versprechen. Meine Damen und Herren, es reicht aber nicht, nur die Stimme der Vernunft zu sein. Unser Wiedereinzug in den Hessischen Landtag ist kein Selbstzweck. Wir wollen nicht nur mitreden, wir wollen gestalten, wir wollen mitregieren. Wir sind bereit für mehr. Und die Mehrheit der Bürger will eine andere Politik. Und die gibt es nur mit uns. Und egal, was die anderen Parteien vor der Wahl versprechen. Nach der Wahl werden sie vermutlich in die gleichen Verhaltensmuster wie vorher zurückfallen, die ganzen letzten 5 Jahre. Und wer die CDU wählt, wählt vermutlich weitere 5 Jahre Schwarz-Grün und bekommt wahrscheinlich weitere 5 Jahre weitgehend ungebremste, hochideologische grüne Politik mit allen Konsequenzen für unseren Wohlstand, für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit. Und dazu kommt noch etwas. Die CDU regiert in Hessen seit 1999, also seit 24 Jahren. Bei allem, was die CDU jetzt zu tun verspricht, frage ich Sie, warum hat sie das nicht alles schon längst umgesetzt? Sie hatte 24 Jahre lang Zeit. Die CDU hat aus unserer Sicht ihre Glaubwürdigkeit spätestens seit Angela Merkel schwer beschädigt. Und da wundert es kaum noch, wenn sie die Grünen im Bund als Hauptgegner bezeichnen und in den Bundesländern mit ihnen koalieren. Das ist auch eine Form von Schizophrenie. Und sie tragen dabei sogar völlig unmögliche Forderungen der Grünen mit. Ein Beispiel: Wir haben in Hessen ein Klimaschutzgesetz, was Klimaneutralität bis 2045 sich zum Ziel gesetzt hat. Da muss man, wenn man der Meinung ist, dass das sinnvoll ist, aber auch sagen den Bürgern, was das kostet. Das ist kaum bezahlbar, dieses Ziel, was sich die schwarz-grüne Landesregierung zum Ziel gesetzt hat. Wir erleben es ja jetzt alle, wie viel teurer es wird, CO2 weiter einzusparen. Deutschland hat ja schon die Treibhausgase seit 1990 um über 40,4% reduziert. Und jetzt hat diese hessische Grünen-Partei in ihrem Landeswahlprogramm sich das Ziel reingeschrieben, Klimaneutralität nicht bis 2045, nein, bis 2035. Wenn die hessischen Grünen wieder in die Regierung kommen, dann werden sie versuchen, das umzusetzen. Klimaneutralität bis 2035, das muss man den Menschen sagen. Das ist nicht bezahlbar. Das ist hochgradig radikale, das ist hochgradig ideologische Politik, die wir ablehnen. Und wenn entsprechend der Prognosen die Wähler uns in Hessen ein noch besseres Ergebnis bescheren als beim letzten Mal, dann lässt sich dieser klare Wählerwillen auch immer schwerer ignorieren. Und dann wird auch diese wählerverachtende Brandmauer, sie trifft ja nicht nur uns als Partei, sie trifft ja auch alle Wähler der AfD, dann wird die nicht viel länger aufrechterhalten werden können. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Die Prozente, die wir erzielen am 8. Oktober, sind aber auch ganz klar unsere Verantwortung. Wir stehen hier stellvertretend für die Menschen, die sich auf uns verlassen, dass wir es besser machen. Und ich sage es jedem hier im Saal, wir werden es besser machen. Ruhen wir uns nicht auf Umfragen aus. Seien wir die Kraft, die wirkt. Seien wir das Gegenmodell zu einer etablierten Politik, die sich vorwiegend um sich selbst, aber nicht mehr um das Staatsvolk kümmert. Wir sind das Volk. Die Bürger sind der Souverän. Der demokratische Staat ist Dienstleister für die Bürger. Nicht die Bürger dienen dem Staat. Der Staat dient den Bürgern. Das ist Demokratie. Dafür steht die Alternative für Deutschland.
Eine starke AfD übt Druck aus und deswegen ist eine Stimme für die AfD eine Stimme, die wirkt. Wagen wir einen kurzen Blick in die Zukunft. Wie würde ein Hessen aussehen, wenn die AfD als Regierungspartei die politischen Vorstellungen verwirklichen könnte? Es wäre ein starkes und wehrhaftes Hessen, das seine Bürger besser vor Gewalt, Kriminalität und Terror schützt und Recht und Ordnung durchsetzt und aufrechterhält. Es wäre ein Hessen, in dem Angsträume und No-Go-Areas nicht länger geduldet würden, ein Land, in dem sie beseitigt würden. Es wäre ein Hessen, in dem nicht nur ausländische Extremisten, Gefährder, sondern alle rechtskräftig Ausreisepflichtigen konsequenter abgeschoben würden und das schwarz-grüne freiwillige Aufnahmeprogramm für Afghanen würde sofort beendet werden. Es wäre ein Hessen, in dem die Zahl der Asylsuchenden die Leistungsfähigkeit der Kommunen nicht länger überfordert. Es wäre ein Hessen mit einer generationsgerechten Finanzpolitik, in dem die Schuldenbremse nicht nur eingehalten, sondern auch noch verbessert und keine neuen Schulden aufgenommen würden. Wir als AfD sind der Ruf der Bürger zu einer Rückkehr zur Vernunft, auch und besonders in der Finanzpolitik. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber alleine in diesem und im nächsten Jahr wachsen die Zahlungsverpflichtungen Hessens laut dem Finanzplan der schwarz-grünen Landesregierung, das sind die offiziellen Zahlen der hessischen Landesregierung, um fast 13 Milliarden Euro in zwei Jahren, dieses Jahr und nächstes Jahr zusammen, 13 Milliarden. Das Haushaltsbudget jährlich umfasst 44 Milliarden. Das sind gewaltige Zahlungsverpflichtungen. Und wäre Hessen ein Unternehmen, dann wäre es sofort als überschuldet, als Konkurs anzumelden. Und die Basis jeglicher soliden Politik ist und bleibt eine solide Finanzpolitik. Und die schwarz-grüne Landesregierung hat in den letzten 10 Jahren nach den Grundsätzen doppelter Buchführung 50 Milliarden zusätzliche Zahlungsverpflichtungen geschaffen. Die geben aus, als gäbe es kein Morgen und achten nicht auf wirklich ausgeglichene Haushalte und solide Finanzen. Und diese unverantwortliche Schuldenpolitik, das ist zutiefst unsere Meinung. Die muss endlich beendet werden, damit auch unsere Kinder noch Politik gestalten können. Denn wenn das so weitergeht, dann hinterlassen wir den nächsten Generationen ein Schuldenmeer und geben ihnen lediglich einen Löffel in die Hand, um dieses Schuldenmeer abzuschöpfen. Wenn wir regieren, würde jede Ausgabe und jede Aufgabe der Ministerien auf Sinn und Unsinn überprüft. Wenn wir regieren würden, dann hätten wir ein Hessen mit einer stabilen und schnellen WLAN-Anbindung in allen Klassenräumen. Es wäre eine Selbstverständlichkeit. Und in diesem Hessen hätten die Lehrer mehr Zeit für ihre Schüler, da sie durch die Einstellung von noch mehr Schulverwaltungsassistenten von bürokratischen Schreibarbeiten entlastet würden. Es wäre auch ein Hessen ohne Gender-Ideologie, ohne geschlechtergerechte oder besser geschlechterungerechte Sprache. In einem von der AfD regierten Hessen würde auch das gesellschaftliche Ansehen nicht akademischer Ausbildungsgänge gestärkt. Denn, meine Damen und Herren, ohne Handwerk wird es still. Ohne Handwerk, ohne Leute, die anpacken, die erschaffen, reparieren und gestalten, wäre dieses Land von heute auf morgen am Ende. Es ist nicht ein aufgeblasener Staatsapparat, der dieses Land am Laufen hält, sondern es sind die Menschen, die in der freien Wirtschaft Werte erschaffen. Werte, von denen dann der ganze Staat wiederum durch Steuern überhaupt erst bezahlt wird und überhaupt erst möglich wird. Meine Damen und Herren, ein von der AfD regiertes Hessen wäre ein Land mit weniger Gängelung. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, sich neue Auflagen auszudenken, die Bargeldmenge zu begrenzen oder eine Heizungs- oder Antriebsnorm vorzuschreiben. Es ist die Aufgabe des Staates, genau das zu verhindern. Der Staat sollte den Bürgern und der Wirtschaft mehr Entfaltungsräume geben und ihr nicht mit überflüssiger Bürokratie einen Stein ans Bein binden. Befreien wir doch beispielsweise kleinere Betriebe von Berichtspflichten und statistischen Auskunftsvorschriften. Das wäre eine echte Erleichterung für diese Betriebe. Und hören wir auch endlich auf Unternehmen, die uns konkret sagen,
welche Bürokratismen überflüssig sind und schaffen diesen unnötigen Teil der Bürokratie endlich ab. Und ich muss Ihnen an dieser Stelle sagen, meine Damen und Herren, ich war ja nicht mein ganzes Leben lang Politiker, ich bin Diplomkaufmann und habe 21 Jahre in der Industrie gearbeitet und ich habe da bei vielen Wahlen vor der Glotze gesessen und die Politiker sagen eigentlich bei jeder Wahl, wir müssen Bürokratie abbauen, aber es passiert nichts, sondern nach der Wahl gibt es sogar noch mehr Bürokratie. Was könnte man denn eigentlich machen, damit das wirklich mal klappt? Wir würden in der Hessischen Staatskanzlei eine Abteilung schaffen mit mehreren Stellen, die zeitlich befristet sind, mit Erfolgskontrolle. Das heißt, diese Leute würden nur dann weitermachen können, wenn sie auch wirklich nachweislich Leistung gebracht haben. Und bei dieser Abteilung, würden dann Unternehmen und Bürger hingehen können mit ganz konkreten, aktuellen Beispielen, wo sie sich geärgert haben und gesagt haben, das war doch völlig überflüssig, diese Rechtsnorm oder dieser bürokratische Akt. Und dann würde sich diese Abteilung dessen annehmen und wenn sie zu dem Schluss kommen, ja, hier ist wirklich etwas überflüssig, dann könnte die Politik wirklich hingehen und diese Rechtsnorm oder diese Bürokratievorschrift abschaffen. Und so würden wir endlich mal zu einem wirklichen Bürokratieabbau kommen, meine Damen und Herren. Also Schluss mit den Sonntagsreden, wo ein politischer Wille ist, ist ein Weg. Und es fehlt in diesem Land für Veränderung oft der politische Wille. Und es wird uns erzählt, warum, aus welchen Gründen das nicht geht. Quatsch, wenn wir den politischen Willen haben, dann geht vieles. Meine Damen und Herren, ein von der AfD regiertes Land Hessen wäre ein Land, in dem der Verkehr ausgebaut und nicht weiter eingeschränkt würde. Autobahnen und Parkplätze würden bevorzugt genehmigt, während ein generelles Tempo 30 Tempolimit auch im innerstädtischen Bereich nicht kommen würde. Wir würden beim Verkehr die Realität anerkennen und die heißt, am Auto kommt man nicht vorbei. Am Verbrenner kommt man nicht vorbei. Am Elektroauto hingegen verbrennt man sich die Finger. Ein Hessen, das die AfD regiert, würde auf Kraftwerke setzen, die zuverlässig grundlastfähige Energie liefern. Kraftwerke, die unabhängig von Wind und Wetter, von Sonne und Regen machen und die eine der größten Industrienationen der Welt, und das sind wir nach wie vor, unabhängig machen würden von den Launen grüner Energiepolitik, meine Damen und Herren. Denn wir setzen auf Kernkraft und nicht auf Wunschkraft, liebe Grüne. Und es wäre auch ein Hessen, in dem die Bürger endlich entlastet werden. Wir haben in Deutschland mit den höchsten Steuern und Abgaben der Welt. Die AfD würde auf solide Finanzen achten. Ein ausgeglichener Haushalt ist wichtig. Aber wir brauchen gleichzeitig auch eine Entlastung der Bürger. Während die CDU sowohl mit der FDP 2013 als auch mit den Grünen 2014 die Grunderwerbsteuer von 3,5% auf 6,0% erhöht hat, würden wir diese Steuer für selbstgenutzten Wohnraum komplett abschaffen. Auch die Straßenausbaubeiträge würden wie in einigen anderen Bundesländern in allen hessischen Kommunen komplett wegfallen. Und während die gründominierte Landesregierung erst vor kurzem mit der Grundsteuer C noch eine weitere neue Steuerart eingeführt hat, würden wir diese nicht nur sofort wieder abschaffen, sondern weil wir in Hessen auch die zweithöchsten Grundsteuersätze haben, nach NRW, würde die Grundsteuer in Hessen generell gedeckelt werden. Denn wir sind der Auffassung, dass ein gut regiertes Land den Bürgern nicht weniger, sondern mehr Freiheit und Mitsprache geben muss. Und dazu gehört keine Subventionierung ideologischer Lobbygruppen, keine Subventionierung klientelpolitischer Günstlinge. Dazu ein Beispiel. Das Subventionsvolumen in Hessen hat sich unter Schwarz-Grün seit Januar 2014 bis Ende 2022 mehr als verdoppelt. 2014 betrugen die Subventionen im Haushalt 3,8 Milliarden Euro und 2022 waren sie gewachsen auf 7,9 Milliarden Euro, also eine Verdoppelung. Und daran sieht man, was für eine Tendenz diese schwarz-grüne Landesregierung in den letzten 10 Jahren hatte. Aber meine Damen und Herren, ein gut regiertes Land lässt dem Gebühren- und Steuerzahler so viel wie möglich netto vom Brutto. Und eine gute Regierung achtet, was sich die Bürger in harter Arbeit sauer verdient haben und beansprucht davon nicht mehr, als zur Erfüllung ihrer Kernaufgaben unbedingt erforderlich ist. Sie sehen also, eine Entlastung
die ich ja konkret eben genannt hat in Form von verschiedenen Steuern, die wegfallen oder gesenkt würden, lässt sich durchaus seriös gegenfinanzieren, wenn man zum Beispiel an die Subventionen teilweise rangeht. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Hessen, wie wir es wollen. Und dafür stehen wir, und das ist unser Versprechen an Sie, wir sind der Ruf der Bürger zu einer Rückkehr der Vernunft. Machen Sie uns am 8. Oktober als AfD stark. Wir machen uns für Sie stark. Wählen Sie eine Rückkehr der Bürger zur Vernunft. Vielen Dank. So, lieber Herr Lambrou, herzlichen Dank. Es ist ein Lichtstreif am Horizont. Wir brauchen nur Ihre aller Unterstützung, um dorthin zu kommen, ja, wo wir hin möchten. Liebe Freunde, liebe Gäste, der nächste Redner hat mir für die Anmoderation einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Nicht, weil es etwa nichts Besonderes über ihn zu sagen gäbe und ich ihn schon gar nicht nur auf die Jagdmotive auf seiner Krawatte reduzieren wollte, sondern weil er über eine Vita verfügt, die vielfältiger, spannender und ereignisreicher kaum sein könnte. Ein Lebenslauf, der in Chemnitz beginnt und nach einer Flucht in den Westen über Studien in Marburg und Darmstadt zur CDU in Hessen führt. Für sie war er in Frankfurt im Magistrat, im Bundesumweltministerium und unter Walter Wallmann Chef der hessischen Staatskanzlei. Nach 40 Jahren, praktisch im Auge des Orkans, kam dann die Erkenntnis, dass die CDU ihn, wie viele seiner damaligen Parteikollegen, verlassen hat. 2013 gründete er zusammen mit dem ebenfalls CDU-Mitgliedern Konrad Adam und Bernd Lucke die Wahlalternative 2013, aus der im Nachgang die AfD entstanden ist. Im damaligen ersten Landtagswahlkampf in Brandenburg bezeichnete er die AfD als politische Heimat für ein lange verschüttetes, national-liberales Lebensgefühl, das weder rechts noch links, sondern zutiefst menschlich ist. Konservativ, nicht im politischen Sinne, sondern im Lebensweltlichen. Der Parteigründung in 2013 folgte der Einzug in etliche Landesparlamente und 2017 erstmals in den Deutschen Bundestag, mit ihm als Fraktionsvorsitzenden. Es könnte jetzt folgen ein Co-Referat von der Änderung der Geschäftsordnung, um die Eröffnungsrede als Alterspräsident zu verhindern, bis hin zu unzähligen eingebrachten Anträgen, alle abgelehnt, bis zum heutigen Tage. Aber nein, ich werde mir das verkneifen und meine Anmoderation beenden mit einem einzigen Zitat. Das lautet: Wenn ich benenne, was die Menschen umtreibt, bin ich Demokrat. Meine Damen und Herren, Abgeordneter des Deutschen Bundestags, unser Ehrenvorsitzender in Partei und Fraktion, Dr. Andreas Gauland. Ja, danke. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Frau Glaser, liebe Herr Lambrou, ja, Hessen ist so ein bisschen was wie meine erste und zweite Heimat gewesen. Und ich bin immer wieder gerne hier, fahre durch das Land. Und wenn es sozusagen etwas gibt, was ich mir wünsche, in meinem Alter kann man sich noch was wünschen, aber es wird einem nicht mehr geschenkt, dann wünsche ich mir so ein Hessen, wie es Herr Lambrou gerade geschildert hat. Ich glaube, liebe Freunde, das wäre das Beste, was wir erreichen könnten. Ja, ich habe dieses Land mal mitregiert für eine kurze Zeit, aber
Die alte CDU, die noch von Drecker, Wallmann und Kanter, das war eine Partei, die ich wahrscheinlich nicht verlassen hätte. Wann und wie die CDU falsch abgebogen ist, liebe Freunde, das sollen die Historiker entscheiden. Unter Helmut Kohl war es jedenfalls noch nicht. Ich glaube, dass wir in der Tat aufgerufen sind, die alte hessische CDU sozusagen als AfD wiederzubeleben. Und ich glaube nicht, dass Walter Wallmann, mein früherer Chef, eine grün-schwarze Koalition für Hessen je versucht hätte zu bilden. Und ich glaube auch nicht, liebe Freunde, dass der langjährige Vorsitzende der hessischen CDU, Alfred Drecker, mit der Entwicklung dieser Partei glücklich wäre. Ich glaube, Walter Wallmann hat als Oberbürgermeister in Frankfurt gezeigt, wie viel man machen kann, wenn man etwas macht und wenn man keine Ideologie betreibt. Und Herr Lambrou hat es sehr schön geschildert, dahin müssen wir eigentlich wieder zurück. Nur es ist das eine, wenn Herr Söder und Herr Merz sagen, ja, mit den Grünen geht es nicht. Es ist offensichtlich das andere, wenn man in einigen Ländern und eben auch in Hessen mit den Grünen regiert und dabei so tut, als ob man glücklich ist. Liebe Freunde, das ist Heuchelei. Und deswegen ist die CDU keine Alternative. Wenn wir uns deutschlandweit die Umfrageergebnisse der vergangenen Wochen anschauen, dann steht es gut um unsere Partei. Das Problem ist, dass diese Umfragen umgekehrt zeigen, wie schlecht es um unser Land steht. Und die Ampel hat im Bund erst Halbzeit. Sie wird ihr Zerstörungswerk noch 2 Jahre fortsetzen können. Hier in Hessen, liebe Freunde, kandidiert eine der Hauptverantwortlichen der grün-rot-gelben Trümmertruppe für den Posten des Ministerpräsidenten. Eine Politikerin, die manchmal wirkt wie eine SED-Funktionärin und sich manchmal auch so aufführt. Eine Politikerin, die unseren Rechtsstaat angreift, indem sie den Inlandsgeheimdienst auf die Opposition ansetzt und die sogar einen politisch unbequemen Untergebenen vom Verfassungsschutz bespitzeln lässt, nachdem sie es nicht geschafft hat, den Mann mit Hilfe eines öffentlich-rechtlichen Pausenclowns und TV-Hetzers zu erledigen, liebe Freunde. In einem Land mit einer intakten vierten Gewalt wäre diese Frau nicht mehr im Amt. Wenn eine Innenministerin wirklich damit durchkommt, einem missliebigen Mitarbeiter mit Hilfe von Medien und Verfassungsschutz erst zu verleumden und dann zu erledigen, dann haben wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung verlassen. Und liebe Freunde, es ist völlig richtig, wir treten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein. Wir treten für diese Republik ein. Die anderen wollen eine andere. Ich muss noch ein bisschen bei Frau Faeser bleiben. Diese Person ist ein perfektes Symptom für die Krankheit, an der unser Land leidet. Es ist die Krankheit des Autoritarismus, der Zensur, der Spitzelei, des Gesinnungsterrors. Wenn Linke regieren, damit meine ich jetzt nicht die linke Partei, endet das demokratische Fairplay. Weil diese Leute davon überzeugt sind, im Recht zu sein, sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen,
haben Sie kein Problem damit, das Recht auszuhebeln. Frau Faeser will aus der Polizei eine politische Polizei machen. Zitat: Wer im Netz Hass und Hetze verbreitet, bekommt es mit der Polizei zu tun, hat sie getwittert. Und sie meinte damit nicht Jan Böhmermann. Seit die Sozialdemokratin als Bundesinnenministerin amtiert, gehören Strafbefehle und Hausdurchsuchungen aus politischen Gründen zum Alltag. Im besten Deutschland, das es je gab. Meine Damen und Herren, eine Innenministerin, die nicht weiß, dass die Strafverfolgung allein Sache der Justiz und nicht Sache der Polizei ist, hat den Rechtsstaat verlassen. Eine Innenministerin, die dem Volk wegen Gesinnungsdelikten mit der Polizei droht, ist reif für jede Art Diktatur. So eine Person will hier in Hessen Ministerpräsidentin werden. Das müssen wir alle am 8. Oktober verhindern, liebe Freunde. Frau Faeser hat gemeinsam mit ihrem Adlatus Haldenwang auch ein neues politisches Delikt aus dem Hut gezaubert. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Wobei, so neu ist das gar nicht. Zusammen mit Hass und Hetze, die aus der Sicht von Frau Faeser immer nur von rechts kommen können, und natürlich von uns, ergibt das die gute alte staatsfeindliche Hetze aus dem DDR-Gestrafgesetzbuch. Die Roten und die Grünen können nicht regieren ohne Freiheitseinschränkungen, ohne Angriffe auf die Grundrechte, und sie tun immer das im Namen ideologischer Großprojekte. Konservative müssten hier eine Brandmauer errichten. Merkwürdigerweise regt sich in der Union dafür keine Hand. Aber, liebe Freunde, ich bin sicher, das ändert sich, denn auch die Basis in der Union will diese Politik nicht. Liebe Freunde, auch wenn Ihnen der Fernseher etwas anderes sagt, unser Land befindet sich in der größten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik. Im Namen des Weltklimas, das ja ausschließlich in Deutschland gerettet werden kann, wird die deutsche Industrie stranguliert. Wenn es nach der aktuellen Bundesregierung geht, werden Autofahren, in den Urlaub fliegen, ein Haus bauen und Fleisch essen in einer Generation nur noch melancholische Erinnerungen sein. Wir beteiligen uns derzeit noch indirekt an einem Krieg, der uns Milliarden kostet und jederzeit eskalieren kann. Und es ist ein Krieg, der uns nichts angeht, der keine deutschen Interessen berührt. Das Ausmaß der Massenmigration, Herr Lambrou ist darauf schon eingegangen, ist so erdrückend wie 2015. Die Kosten explodieren genauso wie die Kriminalität. Die Kommunen wissen nicht, wie sie die Migranten unterbringen und die Einheimischen schützen sollen. Ich will hier nicht weiter ins Detail gehen. Es steht in allen Zeitungen und es ist ja hier auch schon gesagt worden. Alles, wovor wir seit Jahren gewarnt haben, ist eingetreten. Das Hauptproblem und unser zentrales Thema ist und bleibt die Massenmigration. Ich sage Hauptproblem, denn im Gegensatz zu allen anderen Schwierigkeiten sind Verwandlungen der Bevölkerungsstruktur in einer Größenordnung nahezu unumkehrbar. Jetzt, angesichts der Katastrophe, die sich in Lampedusa abzeichnet, wo die Schlauchboote inzwischen mit der Frequenz einer Invasionsarmee anlanden, beginnen die Altparteien ihre taktischen Spielchen. Auf einmal nimmt sogar Frau Faeser das Wort Grenzkontrollen in den Mund. Die FDP ist gegen die Aufnahme weiterer Migranten. Friedrich Merz verlangt Maßnahmen, die wir seit Jahren fordern. Und Jens Spahn erklärt, dass wir es nicht mehr schaffen.
Liebe Freunde, die drei gefährlichsten Worte der deutschen Politik hießen und heißen: Wir schaffen das. Nach 8 Jahren ist das sogar bei einigen in der Union angekommen, dass wir es weder schaffen können noch wollen. Wir wollen, dass das Land sich in der Weise verändert. Herr Lambrou hat sehr gut geschildert, warum wir für diese Massenmigration keinerlei Verständnis haben und warum diese Politik mit Fremdenfeindlichkeit nichts zu tun hat, liebe Freunde. Aber die Union selbst hat diesen Zustand herbeigeführt. Alle, die heute in der Union politische Ämter innehaben oder anstreben, haben den Willkommensamoklauf mitgemacht. Es gibt nicht den geringsten Grund zu glauben, dass auf einmal Vernunft und Reue in den Unionsparteien Einzug gehalten haben. Es gibt nicht den geringsten Grund zu der Annahme, dass dieselben Parteien, die aus einem pervertierten Humanitätsverständnis das Migrationschaos mitverursacht haben, plötzlich ihre ideologischen Brüllen absetzen und die Masseneinwanderung stoppen. Wenn diese Politiker heute erklären, die Migration sei eine Gefahr für uns, dann ist das, wie wenn Brandstifter laut Feuer rufen. Wenn diese Politiker heute plötzlich das Migrationsproblem entdecken, reagieren sie nicht auf die Migrantenzahlen an den Grenzen, sondern auf die Umfragewerte der AfD und auf das, was die Menschen im Lande draußen bewegt. Sie wollen nicht die Migration bekämpfen, sondern die politische Konkurrenz. Die einzige Oppositionspartei, die Partei, die Ihnen seit Jahren Ihre politischen Fehler, Ihr politisches Versagen, Ihre politische Verantwortungslosigkeit gegenüber dem deutschen Volk vorwirft. Es geht diesen Politikern nicht um Sie, meine Damen und Herren, sondern ausschließlich ums Wiedergewähltwerden. Dafür kopieren Sie nun auch unsere politische Agenda. Meine Damen und Herren, wählen Sie nicht irgendeine Kopie und glauben Sie nicht, dass Herr Rhein noch irgendetwas zu tun hat mit Manfred Kanzer, Walter Weimann oder Alfred Drecker. Das hat er nicht. Übrigens, meine Damen und Herren, hat die CSU in Gestalt von Herrn Söder eine Integrationsgrenze von 200.000 Asylbewerbern pro Jahr gefordert. Und Friedrich Merz unterstützt diese Forderung. 200.000, liebe Freunde, das wäre eine Stadt von der Größe Kassels. Diese Stadt besteht nicht etwa aus Fachleuten, die unser Land braucht, sondern es sind überwiegend junge, ungebildete Männer aus fremden Kulturen, die bereit sind, die Regeln des Zusammenlebens täglich neu auszuhandeln. Was dabei rauskommt, sehen wir in vielen lokalen Zeitungen. Der Großteil von ihnen hat in Europa keine Perspektive. Trotzdem dürfen sie ihre Familien nachholen. Und das nennen Sie bei der Union Migrationssteuerung. Nein, liebe Freunde, das ist die Fortsetzung der Merkel'schen Politik. Nancy Faeser, die Innenministerin und sozialdemokratische Spitzenkandidatin, ist natürlich gegen eine Obergrenze. Die Kommunen, die unter dem Ansturm zusammenzubrechen drohen und einen Hilferuf nach dem anderen absenden, interessieren sie nicht. Die Sicherheitslage, das schwindende Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, die enorme Zahl von Messerattacken und Vergewaltigungen mit meist deutschen Opfern, all das interessiert sie nicht. Dass fast die Hälfte der Menschen, die in Deutschland Bürgergeld bekommen, gar keine deutschen Staatsbürger sind, aktuell 47%, interessiert sie nicht. Frau Faeser will anerkannten Asylbewerbern sogar das kommunale Wahlrecht ermöglichen. Und bald auch, wer weiß, das Recht, den Bundestag mitzuwählen. Alle Syrer,
Eritreer, Afghanen, die sich länger als 6 Monate bei uns aufhalten sollen, wählen dürfen. Wahrscheinlich erwartet Frau Faeser von dort in Zukunft jene Stimmen, die ihr derzeit im hessischen Wahlkampf fehlen und die ihr deswegen fehlen, weil sie diese Politik nicht wollen, die sie vertritt. Und wenn sie im Netz etwas dagegen sagen, schickt sie ihnen die Polizei auf den Hals. Sorgen wir dafür, dass diese politische Karriere in Hessen keine Fortsetzung findet, liebe Freunde. Herr Rhein ist schon niemand, den ich mit Manfred Kanter, Walter Wallmer oder Alfred Dregger vergleichen möchte. Aber Frau Faeser wäre die absolute Katastrophe und würde selbst Holger Börner die Tränen ins Gesicht treiben, liebe Freunde. Wir sind die Einzigen, die sich dem politischen Amoklauf der Ampel entgegenstellen. Wir wollen die Deindustrialisierung des Landes mitsamt der törichten Energiewende beenden. Wir wollen die Steuern und Energiepreise senken. Wir wollen die verheerende Migrationspolitik beenden, die innere Sicherheit verbessern, die Familien stärken und den Sozialstaat retten. Wir treten ein für eine starke Bundeswehr und, liebe Freunde, eine interessengeleitete, nicht ideologiegeprägte Außenpolitik. Und das keineswegs am Rande. Wir fordern einen offiziellen, künftigen Verzicht auf Zwangsimpfungen und eine Aufarbeitung der Corona-Politik und der von ihr verursachten Schäden, wie das Herr Lambrou schon angesprochen hat. Liebe Freunde, mit solchen Positionen gilt man heutzutage bekanntlich als Extremist und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Vor aller Augen missbrauchen die Altparteien den Inlandsgeheimdienst zur Bekämpfung der Opposition. Ich verspreche Ihnen, auch das wird einmal aufhören, wenn die AfD mitregiert. Ich möchte bei dieser Gelegenheit an die legendäre Rede erinnern, die Franz Josef Strauß, auch einer aus der alten CDU-CSU, am 7. Oktober 1986 auf dem CDU-Parteitag in Mainz hielt. Manche von Ihnen werden sie kennen. Doch man kann diese kernigen und prophetischen Worte gar nicht oft genug zitieren. Der bekannteste Satz daraus lautet, Zitat, wir stehen vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger bürgerlicher Vernunft und ihren Tugenden oder steigen wir das prunkgeschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und 2 Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden. Nun, liebe Freunde, das ist geschehen. Wir sehen das Narrenschiff über die Toppen geflaggt, mit Regenbogenfähnchen, betrieben mit Windenergie, beladen mit sogenannten Flüchtlingen, kommandiert von einer Faschingstruppe und ausgerichtet mit femininer Außenpolitik. Dieses Narrenschiff treibt auf ein Riff namens Utopia zu. Es ist das Gegenteil von dem Land, wie Herr Lambrou für Hessen völlig zu Recht skizziert hat. Liebe Freunde, es darf niemals dazu kommen, dass diese Leute in Hessen wieder das Ruder ergreifen. Noch prophetischer war folgende Aussage von Strauß. Wenn diese Bundesrepublik Deutschland einen fundamentalen Wandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde, dann wäre unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Dann wäre das Schicksal der Lebenden ungewiss
und die Zukunft der kommenden Generationen würde auf dem Spiel stehen. Genauso ist es leider gekommen und auch die Nachfolger von Franz Josef Strauß haben es nicht aufgehalten. Das Schicksal der schon länger hier Lebenden ist ungewiss und die Zukunft der kommenden Generationen steht auf dem Spiel. Aber es gibt ein politisches Mittel dagegen. Es gibt eine Alternative. Vertreiben wir die Narren von der Kommandobrücke, verpassen wir ihnen einen Denkzettel. Ich hoffe am 8. Oktober auf ein blaues Wunder, liebe Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Gauland. Ihrem Bild des Narrenschiffs kann man eigentlich nur noch ein Ahoi AfD dazusetzen. So, meine Damen und Herren, kein Tag vergeht, der nicht eine spezielle Würdigung erfährt, der für eine sinnvolle, eine absurde oder irgendeine exotische Sache herhalten muss. Am vergangenen Donnerstag war der Safe Abortion Day. Der internationale Tag für das Recht auf sicheren und legalen Zugang zu beinahe jederzeitigen Schwangerschaftsabbrüchen. Hierzu teilt die frauenpolitische Sprecherin der SPD bedauernd mit, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte in Rente gehen, doch neue, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen wollen, können oder wollen nicht nachrücken und sie auch im Rahmen ihres Medizinstudiums gar nicht erst lernen würden, wie Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Heute, traditionell am 1. Oktober, ist der internationale Tag älterer Menschen, der im Regenbogenportal insbesondere den Fokus legt auf LSBTQ-Senioren und in diesem Jahr einen offenen Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, vor allem im Bereich der Pflege, fordert. Also liebe ältere Gäste, falls Sie nicht wussten bis heute, was Ihre wirklichen Sorgen im Alter sind, internationaler Tag für ältere Leute. Zwei Themen sind das aus dem umfangreichen Repertoire unserer nächsten Rednerin, ebenfalls eine Urhessin, Juristin und Gründungsmitglied der AfD. Den Wahlkampf zu den Bundestagswahlen 2017 und 2021 hat sie als Spitzenkandidatin der AfD Hessen erfolgreich bestritten und in beiden Wahlen ist sie über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Sie ist dort unter anderem Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, also quasi von Amts wegen zuständig für Abortion Days und Seniorenpflege. Zu ersterem hat sie, glaube ich, auch einen entsprechenden Kommentar abgegeben. Ich glaube, zu dem Abortion Day hast du dich irgendwo per Pressemitteilung gemeldet. Sie ist im Bundestag Mitglied in der Kinderkommission, dem Ausschuss für Inneres und Heimat sowie dem Unterausschuss für bürgerschaftliches Engagement. Und sie befindet sich in guter Gesellschaft mit anderen abgelehnten Bewerbern um das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, einem Amt, das der AfD nach wie vor rechtswidrig vorenthalten wird. Meine Damen und Herren, das Wort hat unsere Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Bundessprecherin Mariana Hader-Kühn. Danke, liebe Renate, für die wunderbare Anmoderation. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich heute hier bei euch sein kann. Ich freue mich sehr, aber ich freue mich auch noch, zwei Leute begrüßen zu dürfen, die mir ganz besonders am Herzen liegen, die bis jetzt noch nicht begrüßt wurden. Das ist zum einen mein lieber Kollege Martin Hohmann, den ich ganz, ganz sehr guten Tag vermisse. Schön, dass du da bist. Und zum anderen denjenigen, der hier seit Monaten im Hintergrund herumwuselt, unermüdlich den Wahlkampf
vorantreibt, unser hessischer Wahlkampfkoordinator und stellvertretender Landessprecher Heiko Scholz. Ganz schön, dass Sie hier sind. So, jetzt muss ich mal gucken. Warte mal nicht. Ah, wir haben nämlich noch ein Mikro, mit dem man sich ein bisschen besser bewegen kann. Ich hoffe, es verstehen mich alle genauso gut wie eben. Ja, liebe Freunde, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung hierher und schön, dass ihr alle hier so zahlreich erschienen seid. Und wie euch zieht es gerade jetzt immer mehr Menschen zur AfD. Bei mir in meinem Wahlkreis 175, mein Kinzig, Wetterau, Schotten, haben wir momentan sogar die Chance auf das nächste Direktmandat für den Deutschen Bundestag und das sogar laut INSA, liebe Freunde. Wir stellen Bürgermeister, wir stellen Landräte und wir sind bundesweit zweitstärkste Kraft. 23% sprechen hier eine ganz deutliche Sprache, liebe Freunde. Von einer Zeitenwende sprechen und die Frage, wie man uns überhaupt noch aufhalten kann, ist ganz einfach zu beantworten, nämlich gar nicht mehr, liebe Freunde. Weil immer mehr Menschen erkennen, dass wir immer recht haben, dass sich alles bewahrheitet hat, vor dem wir gewarnt haben. Ja, Inflation, Energiepreis, Heizungs-, Corona-Wahnsinn, Kriegstreiberei, Frühsexualisierung, unkontrollierte Massenmigration. Deutschland wird leider von einer politischen Elite an die Wand gefahren, die dieses Land hasst. Und damit muss Schluss sein, liebe Freunde. Denn diese Regierung tut eigentlich immer das, was die Mehrheit des Volkes nicht möchte. 60% der Deutschen halten den Atomausstieg für falsch. Was tut die Ampel? Sie führt ihn durch. 60% der Deutschen sind der Auffassung, dass Deutschland nicht in der Lage ist, noch mehr Migranten aufzunehmen. Was tut die Ampel? Sie verfolgt eine Politik der offenen Grenzen. 2/3 der Deutschen lehnen die Gendersprache ab. Was tut die Ampel? Sie zwingt uns weiter diese linke Sprachdressur auf. Wir sagen Schluss mit diesen Gender-Unsinn, liebe Freunde. Wir sagen Nein zum Energieterror der Ampel. Wir sagen Nein zur Massenmigration in unsere Sozialsysteme. Aber wir sagen Ja zur Bewahrung von Sicherheit, Frieden, Freiheit und Wohlstand für unsere Bürger. Wir sagen Ja, selbstverständlich, zur Kernenergie und zum Verbrennungsmotor, liebe Freunde. Und wir sagen Ja zu allen, die sich unserer Leitkultur anpassen und zu jedem, der tatsächlich politisch verfolgt wird. Und wir sagen Ja zu deutschen Grenzen, die geschützt werden müssen. Wir sagen Ja zur Festung Deutschland und wir sagen Ja zur Festung Europa, liebe Freunde. Weil wir diejenigen sind, die die Interessen und den Willen des Volkes vertreten. Und das wird eben immer mehr Menschen bewusst, immer mehr Menschen erkennen, dass wir richtig liegen. Ganz im Gegensatz zu unserer Regierung. Eine Regierung, deren Wirtschaftsminister keine Insolvenzen, deren Innenministerin keine Grenzen und deren Familienministerin keine Geschlechter kennt. Unfassbar, liebe Freunde. Denn diese Ampel des Grauens, die hat völlig auf grün geschaltet und sie hat jeden Bezug zur Realität verloren. Allein die Verabschiedung dieses unsäglichen Heizungsgesetzes vorletzte Sitzungswoche im Bundestag. Ein Gesetz, das die Deutschen 2.500 Milliarden Euro kosten wird. Noch haben die ja Gras nicht legalisiert, aber so wie die Politik machen, brauchen die das anscheinend jetzt schon in Unmengen. Anders lässt es sich einfach nicht erklären, was sie mit diesem neuen Heizungsgesetz jetzt schon wieder verbärbockt haben. Nämlich das Einbauverbot für Öl- und Gasheizung. Jede neu eingebaute Heizung soll zu 65% mit erneuerbaren
Energien betrieben werden. Bei klassischen Gas- und Ölheizungen funktioniert das allerdings nur, wenn sie in Kombination mit Wärmepumpen betrieben werden. Und was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass die Leute gezwungen sind zu sanieren. Und Sanierungszwang bedeutet, es wird zu massiven Preis- und Kostenexplosionen kommen. Kaum einer wird noch neue Häuser bauen, weil die Leute es sich schlichtweg nicht leisten können. Und die Mieten werden natürlich weiter steigen, denn die Massenmigration geht unbegrenzt weiter, aber der Wohnraum wird eben nicht größer, sondern er wird knapper. Deswegen gilt auch hier, Abschieben schafft Wohnraum, liebe Freunde. Und dass diese Ampel dieses Heizungsgesetz ausgerechnet jetzt auf den Weg bringt, macht einen fassungslos. Mitten in einer Wirtschaftskrise, mit einer Inflation, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Mitten in einer Energiekrise, in der wir als einziges Land auf der Welt so bescheuert sind, alle Atomkraftwerke abzuschalten. Man kann hier dem Wall Street Journal nur beipflichten, das schonungslos festgestellt hat, Deutschland macht die dümmste Energiepolitik der Welt, liebe Freunde. Diese grüne Energiepolitik ist schlichtweg asozial. Sie trifft vor allem die Armen. Und die FDP, die anfangs noch ganz lauthals dagegen war, ist natürlich wieder umgekippt. Kubicki und alle anderen Pseudokritiker von der FDP haben geschlossen mit Ja gestimmt. Und da sage ich, kein Mensch braucht diese FDP und kein Mensch braucht diese Ampel, liebe Freunde. Es wird viel mehr Zeit, dass endlich Politik für das eigene Volk und für die eigenen Familien gemacht wird. Und diese Politik, liebe Freunde, die wird es nur mit der AfD geben. Denn statt Familien und Kinder zu unterstützen, werden diese von der Ampel immer wieder frontal angegriffen. Nun wird darüber sinniert, für mittelständische Familien das Elterngeld zu streichen. Und dasselbe gilt für das Ehegattensplitting. Und Sie haben alle von einem der Lieblingsthemen der Ampel, dem Selbstbestimmungsgesetz, gehört. Das sieht vor, dass man künftig einmal pro Jahr entscheiden kann, ob man per Sprechakt, also ich muss das nur feststellen, ob man Mann oder Frau ist. Es gilt da nicht mehr das biologische, sondern das selbstbestimmte Geschlecht. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen fasst das wie folgt zusammen: Frau ist jeder, der sich als Frau definiert. Wenn also beispielsweise unser Ehrenvorsitzender Dr. Alexander Gauland auf die Idee kommen sollte, sich als Frau zu definieren, könnte er von Amts wegen eine Frau sein. Ist eine gruselige Vorstellung, klar, das Bild wollen wir auch alle nicht im Kopf haben, aber keine Angst, er wird es nicht tun, denn er ist ein kluger Mann und weiß, was er tut. Er hat alle und viele, viele Tassen im Schrank, liebe Freunde, und wird das nicht machen. Selbstbestimmungsgesetz schon jetzt überall an seine Grenzen, wie ja alles, was die Linken sich so ausdenken. So soll nämlich im Verteidigungsfall weiterhin das biologische Geschlecht gelten. Das heißt, man kann sich als biologischer Mann so oft als Frau umdefinieren, wie man will. Im Verteidigungsfall muss man trotzdem an die Front. Und auch im medizinischen Bereich soll nach wie vor das biologische Geschlecht gelten. Sprich, man kann sich als Mann nicht an der Gebärmutter und als Frau nicht an der Prostata operieren lassen. Für Samenspende und künstliche Befruchtung gilt dasselbe. Samenspender sind Mütter, sind Männer, künstlich befruchtet werden Frauen. Nur kann sich eine künstlich befruchtete Frau anschließend als Mann umdefinieren und so wird dann die biologische Unmöglichkeit, dass Männer schwanger sind, leider juristische Realität. Das ist wirklich reiner Wahnsinn, ein linker Kampf gegen die Realität, der nur noch Verwirrung stiftet. Und dieser Woke-Terror, der muss endlich aufhören, liebe Freunde. Der kann allerdings nur aufhören, wenn die AfD immer stärker wird und das wird sie. Unsere Umfragenwerte sind so hoch wie noch nie und das ist erst der Anfang. Aber genau deshalb, weil wir die einzige Partei sind, die sich diesem Woken-Terror, diesem Regenbogen-Terror, diesem Migrationsterror entgegenstellt, genau deshalb
ist der Widerstand gegen uns auch so groß. Die sind gegen uns, weil wir für euch sind, liebe Freunde. Aber uns macht es nichts aus, weil wir wissen, dass wir die Realität auf unserer Seite haben. Und das holt das Parteienkartell immer weiter ein und deshalb sind die so verzweifelt. Die haben den Bogen überspannt und es selbst zu spät gemerkt. Und an dieser Stelle muss man sagen, die können noch so viele Brandmauern gegen uns aufstellen, wie sie wollen. Wir werden diese Brandmauern niederreißen, liebe Freunde. Denn kein Mensch braucht diese Ampel und kein Hesse braucht Faeser, liebe Freunde. Deutschland in ein kunterbuntes Chaosland. Sie will zum Beispiel die Fristen für die Einbürgerung massiv verkürzen und den Doppelpass zur Regel machen. Und damit will sie, und das müssen wir alle im Hinterkopf behalten, sich letztlich ein neues Wahlvolk schaffen. Asylbewerber sollen viel schneller deutsche Staatsbürger, also blitzeingebürgert werden. Bisher konnte man erst nach 8 Jahren deutscher Staatsbürger werden, nun soll man es nach 5 Jahren können und in vielen Fällen schon nach 3 Jahren. Rund 2 Millionen Ausländer hätten sofort den deutschen Pass in der Hand und viele davon kamen, wie wir wissen, 2015 illegal. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern werden schon mit ihrer Geburt deutsche Staatsbürger. Damit hat die ganze Familie sofort ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Deutschland. Und wenn 2 Millionen Ausländer demnächst eingebürgert werden, weil sie bereits 5 Jahre hier leben und nur die Hälfte von ihnen Kinder bekommt, rechnet mal, denkt an die zukünftigen Wahlen. Das ist das eigentliche Ziel, denn Fakt ist, dass dort, wo viele Zugewanderte wohnen, die SPD, Linke und Grünen viel mehr Stimmen haben als die übrigen Parteien. Es geht also eben genau das um ein neues Wahlvolk. Hier werden endgültige Fakten geschaffen. Und es geht schon noch weiter. Die Grünen, die treiben jetzt schon das Thema Ausländerwahlrecht durch die Medien. Noch mehr, die hier wählen dürfen. Wenn es nach diesen regierenden radikalen Linken geht, sollen die Deutschen zur Minderheit im eigenen Land werden. Nichts anderes, und das müssen wir verhindern, liebe Freunde. Und wir können es vielleicht verhindern. Wir können es vielleicht verhindern, wenn wir jetzt Gas geben und die Bürger aufklären. Denn laut einer INSA-Umfrage lehnen 65% der Deutschen diese Pläne ab. Weil sie so radikal sind, dass sie Deutschland für immer verändern werden. Dann gibt es kein Zurück mehr. Dann brauchen wir uns über Wirtschafts-, Klima- und Energiepolitik gar keine Gedanken mehr zu machen, weil es das Deutschland, das wir bewahren wollen, weil es uns am Herzen liegt, dann künftig nicht mehr geben wird. Deutschland wird nicht mehr Deutschland sein und das darf nicht passieren, liebe Freunde. Richtig wäre vielmehr, kein Pass für Illegale, keine Verkürzung der Fristen und kein Doppelpass, sondern einzig und allein ein klares Bekenntnis zur deutschen Nation, liebe Freunde. Wer in Deutschland leben will, der muss sich uns anpassen, der muss unsere Sprache sprechen, hier seine Steuern zahlen und sich mit der deutschen Kultur identifizieren. Und dann ist er uns auch willkommen. Wir haben vieles. Seit Jahrzehnten bestens integrierte, wirtschaftlich erfolgreiche Mitglieder in der AfD mit Migrationshintergrund. Und die sehen das genauso. Aber ausgerechnet uns werfen die intoleranten Schreihälse von der Antifa vor, rassistisch und antidemokratisch zu sein. Ausgerechnet uns, der einzigen Partei, die in den aktuell wichtigsten Politikfeldern die Mehrheitsmeinung des Volkes vertritt, wirft man vor, eine Gefahr für die Demokratie zu sein. Nein, liebe Freunde, wir sind keine Gefahr für die Demokratie. Wir sind ihre letzte Hoffnung. Wir möchten diese Demokratie vor der Bundesregierung retten. Das ist die Wahrheit, während der sogenannte Verfassungsschutz zu einem Regierungsschutz verkommen ist. Denn es ist doch so,
Wenn irgendein AfD-Mitglied in Hintertupfing am Stammtisch raut darüber nachdenkt, dass das mit der unkontrollierten Masseneinwanderung vielleicht keine ganz so tolle Idee ist, dann kümmert sich Herr Haldenwang persönlich um den Vorfall. Wenn aber wie hier in Hessen Adressen von AfD-Kandidaten veröffentlicht werden und die Antifa ankündigt, AfD-Land das Leben zur Hölle zu machen, dann hört ihr nichts von Herrn Haldenwang. Und das ist eine Schande für Deutschland. Und wenn man uns vorwirft, dass wir ein anderes Deutschland wollen, dann sage ich ja, natürlich wollen wir ein anderes Deutschland. Ein Deutschland, in dem man ohne Angst ins Freibad oder seine Töchter abends ausgehen lassen kann. Ein Deutschland, das deutsch bleibt, statt arabisch oder afrikanisch zu werden. Ein Deutschland, in dem man frei seine Meinung äußern darf. Ein Deutschland, das sein Volk nicht durch eine irre Heizungs- und Energiepolitik in die Massenverarmung schickt. Und ein Deutschland, in dem man nicht diskriminiert wird, weil man weiß, deutsch, heterosexuell und Patriot ist, liebe Freunde. Genau so ein Deutschland wünschen wir uns. Und ja, das ist ein anderes Deutschland. Und wir stehen für ein besseres Deutschland. Und das wird eben immer mehr Menschen bewusst. An uns führt kein Weg mehr vorbei, liebe Freunde, weder in Berlin noch in Brüssel noch hier in Hessen. Vielen Dank. Bin ich überfordert, jetzt habe ich 4 davon. So, herzlichen Dank, Mariana. Wir schreiten auch gleich fort mit einem Zitat. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung wird ein Scheitern der Europäischen Union zum realistischen Szenario. Eine Situation, die noch dadurch verschärft wird, dass es zu einem offensichtlichen Mangel an parlamentarischer Legitimation und demokratischer Kontrolle gekommen ist. Bemerkenswerte Worte, die entstammen allerdings nicht unserem soeben in Magdeburg verabschiedeten Europawahlprogramm, sondern sie stammen aus der Antrittsrede von Martin Schulz anlässlich seiner Wahl zum Präsidenten des Europäischen Parlaments in 2012. Ein Europa der Demokratie, nicht der Bevormundung, war damals sein Slogan auf 8 Quadratmeter großen Wahlplakaten zu lesen. Was daraus geworden ist, werden wir sicher von unserer nächsten Rednerin erfahren. Sie vorzustellen ist mir zwar eine besondere Freude, aber es ist auch einigermaßen müßig, viele Worte zu verlieren, weil sie in Anlehnung an die Äußerin einer bekannten Außenministerin bereits in Ländern einen Namen hat, die Hunderttausende von Kilometern von uns entfernt liegen. Geboren und aufgewachsen im ländlichen nordhessischen Raum, studiert und 6 Jahre gelebt in den Vereinigten Staaten, rechtzeitig zurück, um in 2013 Mitglied der Alternative für Deutschland zu werden. Von Beginn an aktiv im operativen Geschäft, Vorsitzende eine Zeit lang der AfD-Kreistagsfraktion in Limburg-Weilburg, Delegierte zu allen Landes- und Bundesparteitagen und Delegierte zur Europawahlversammlung, auf der sie vor wenigen Wochen erneut auf einen sicheren Listenplatz als Kandidatin zur Europawahl in 2024 nominiert wurde. Aktiv ist sie bereits heute im Europaparlament und als Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung, im Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter sowie im Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter aktiv. Meine Damen und Herren, unsere Europaabgeordnete Christine Andersson. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, vielen Dank für die
Sehr nette Einführung, liebe Renate. Ich muss nur leider auch wieder mit dir meckern, denn ich sitze nicht im Europaparlament. Ich sitze im EU-Parlament. Europa, meine Damen und Herren, hat kein Parlament. Europa ist nämlich viel größer als diese antidemokratische EU. Meine Themen sind an und für sich schon immer gewesen: Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Diese Werte allerdings, ich fürchte, werden wir in absehbarer Zeit nur noch aus Geschichtsbüchern kennen. Denn all diese Werte stehen unter ganz massivem Beschuss. Meine Damen und Herren, wir haben es mit breit und massiven Angriffen zu tun. Und zwar gegen unsere nationale Souveränität, gegen die Volksherrschaft Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz, gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, gegen die individuelle Freiheit, gegen unsere Identität, speise sie sich aus der nationalen, aus der kulturellen, sogar der sexuellen Identität, noch nicht mal mehr davor, macht man Halt. Man beraubt uns unserer Heimat. Man stiehlt uns unser Eigentum, unseren Wohlstand und letztendlich auch unsere Nahrung. Damit ist im Prinzip zusammengefasst die Politik, mit der wir es inzwischen zu tun haben. Jetzt kann man die Frage stellen, wie machen die das denn? Naja, das geht zum Beispiel los mit dem EU-Parlament, mit den EU-Institutionen. Meine Damen und Herren, das EU-Parlament ist kein Parlament. Es ist allenfalls ein Stuhlkreis gesinnungsethischer Weltenretter und sonst gar nichts. Die Zusammensetzung allein ist ein schwerer Verstoß gegen das Gleichwertigkeitsprinzip der Stimmen. Denn jede Stimme jedes Bundesbürgers, ihre Stimme ist nämlich 12-mal weniger wert als die Stimme von Bürgern aus Malta. So ist dieser Laden konzipiert. Uns fehlen auch wichtige Kompetenzen, zum Beispiel, wir haben kein Legislativrecht, wir können keine Gesetze einbringen. Schlimmer noch, wir haben das Königsrecht eines jeden Parlaments, ist die Budgethoheit. Auch das hat das EU-Parlament nicht, was aber auch gut ist, denn wir wollen doch gar nicht, dass das EU-Parlament die Budgethoheit hätte, denn das hieße, sie müsste dem Bundestag entzogen werden. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Es ist nämlich schon schlimm genug, wie es derzeit ist. Aber das gilt es zu verteidigen. Noch schlimmer wird es, wenn wir uns den Ministerrat angucken. Der Ministerrat ist auf EU-Ebene mit der Gesetzgebungskompetenz ausgestattet. Das Problem nur ist, in diesem Gremium sitzen die Mitglieder der nationalen Exekutive, die Mitglieder der ausführenden Gewalt. Und das, meine Damen und Herren, ist ein ganz grober Verstoß. Es ist die Aufhebung der Gewaltenteilung, eines der wichtigsten Prinzipien einer jeden Demokratie, wird über den Ministerrat ausgehebelt, meine Damen und Herren. Das geht gegen alles, worauf sich Demokratien gründen. Es ist ein massiver Angriff auf die Volksherrschaft, Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz. Und deswegen bleibt festzuhalten: Die EU-Institutionen sind nicht nur undemokratisch, nein, sie sind antidemokratisch. Die EU, meine Damen und Herren, ist kein Europa der Bürger für die Bürger. Die EU ist ein Europa der Bevormundung, der Gängelung und der Entrechtung. Diese EU, meine Damen und Herren, ist ein Europa der globalitären Misanthropen für die globalitären Misanthropen. Sie spielen dabei überhaupt keine Rolle.
Dieser Laden muss abgeschafft werden. Dexit jetzt gleich und sofort. Bin ich ein sehr großer Verfechter davon. Es geht weiter. Sie haben sicherlich gehört. Die WHO, die meinen es ja alle gut mit uns, nicht wahr? Sind um unsere Gesundheit besorgt. Nein, meine Damen und Herren. Aus der WHO, Sie haben das sicherlich mitbekommen, soll oder die WHO soll von einem Beratungsorgan für die nationalen Regierungen zu einem Regierungsorgan umfunktioniert werden. Was heißt das konkret? Nun, das heißt, dass deren Empfehlungen in Zukunft rechtlich bindend sein werden. Wann immer die WHO auf die schwachsinnige Idee kommt, eine Pandemie auszurufen, würde sie hernach die Regierungsgewalt in allen Mitgliedstaaten an sich reißen können. Sie hätte darüber hinaus die Befugnis, die sogenannten Lockdowns, non-pharmaceutical Maßnahmen, also Masken tragen, zu Hause bleiben, Curfews, alles das, würde dann bereits eingesetzt werden können bei einer bloßen potenziellen Gefährdung der Gesundheit. Mit anderen Worten, wenn irgendwo im Busch 3 Fälle von Dengue-Fieber auftreten, dann ist das bereits eine potenzielle Gesundheitsgefährdung. Und das heißt dann ganz konkret für Sie, dass Sie hier in Frankenberg nach 9 Uhr vielleicht zu Hause bleiben müssen, weil die WHO das so beschlossen hat. Schlimmer noch, die WHO ist Ihnen gegenüber aber überhaupt nicht politisch verantwortlich. Sie haben die nämlich gar nicht gewählt. Die WHO ist ein Gremium, in das sich die reichsten aller superreichen Multimilliardäre per Spenden einkaufen können. Und die bestimmen dann, was Sache ist. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, in Zukunft wird dann also Bill Gates darüber entscheiden, ob sie zur Arbeit fahren dürfen, ob sie in den Bus steigen dürfen, ob sie zum Essen gehen dürfen, ob sie Schuhe kaufen können oder sich die Haare schneiden lassen dürfen. All das ist in Arbeit. Außerdem werden sie natürlich die Autorität erhalten, die sozialen Medien von Fake News und Hate Speech bereinigen zu können. Indoktrination pur und Entpluralisierung des öffentlichen Diskurs. Es ist Zensur, was hier vorbereitet wird. Nein, meine Damen und Herren, die AfD ist die einzige Partei, die all das anprangert und sich dagegen stemmt. Und mit ihrer Unterstützung werden wir das auch erfolgreich tun können. Es ist hier verschiedentlich auch schon angesprochen worden, natürlich die Flüchtlingskrise. Nein, meine Damen und Herren, es ist keine Flüchtlingskrise. Hier geht es um den Raub und die Destabilisierung unserer Heimat. Und wenn ich von Heimat spreche, dann zähle ich zu dem Begriff Heimat neben unserem wunderschönen Land, unserer vielfältigen und reichen Kultur, unserer großartigen Geschichte, natürlich auch die Errungenschaften unserer aufgeklärten, humanistischen Gesellschaft und selbstverständlich unseren Rechts- und Verfassungsstaat, meine Damen und Herren. Aber all diese Dinge stehen wir gerade im Begriff zu verlieren. Denn auf dem Altar von Toleranz, Nächstenliebe, Respekt, was weiß ich nicht was alles, werden diese Errungenschaften gerade geopfert. Denn mit dem Massenimport von Millionen junger, wehrfähiger Männer etablieren wir stattdessen die brutale Gewalt und die gelebte Geschlechterapartheit aus den Herkunftsländern, aus denen, wie ein weiser Mann einst sagte, aus denen das wertvolle Gold geflohen ist. Nein, meine Damen und Herren, Heimat ist ein Geschenk unserer Eltern an unsere Kinder. Und es ist unsere verdammte Aufgabe, unseren Kindern dieses Geschenk, diese Heimat zu erhalten. Applaus
war letzte Woche in Lampedusa. Wir haben eine Fraktionsreise dorthin unternommen und wir wollten uns vor Ort ein Bild von den Zuständen machen. Interessant ist, das Lager war völlig überlaufen und just einen Tag bevor wir anreisten, wurde das gesamte Lager geräumt. Komplett leer. Inzwischen wissen wir, da bin ich gerade dran, das noch detaillierter herauszufinden, die Landtagsfraktion ist da auch mit eingebunden, 2000 dieser Lampedusa-Flüchtlinge sind in Frankfurt angekommen. Ist doch klasse, oder? Und einen Tag nach unserer Abreise 5000. Wupp, da waren sie wieder da. Das war wirklich Erschreckende an unserer Reise oder was wir dort erfahren konnten, ist Frontex, das ist ja der europäische Grenzschutz, die machen die Luftaufklärung. Die fliegen rum und gucken, wo die Boote sind, um dann der Küstenwache Bescheid zu geben, da könnte sie abholen. Nein, das ist kein Grenzschutz, das ist Schleusertum, das ist ein Shuttle-Service, meine Damen und Herren. Interessant war auch, die nennen das immer Migration, ich sage dazu ganz eindeutig illegale Einwanderung. Man könnte fast schon sagen Invasion. Aber das wird an sich überhaupt nicht mehr als das Problem begriffen. Das Problem ist vielmehr die Verwaltung, die Bearbeitung dieser illegalen Masseneinwanderung. Das wird als das Problem gesehen. Und deshalb ist der Ruf natürlich laut, wir brauchen eine europäische Lösung. Die Italiener sind natürlich stinkesauer auf Deutschland, weil die meisten der NGO-Schiffe sind natürlich unter deutscher Flagge. Ja, das wird als das Problem inzwischen bezeichnet. Das ist es aber nicht, meine Damen und Herren. Und wenn ich daran denke, Sie wissen vielleicht noch das freundliche Gesicht, von dem Merkel damals sprach, dass sie an der Grenze machen wollte. Nein, liebe Freunde, das freundliche Gesicht, was Merkel den illegalen Einwanderern gezeigt hat, ist in Wahrheit die hässliche Fratze, die sie dem deutschen Volk gegenüber zeigt. Und dann sind wir natürlich beim Feminismus. Sie erinnern sich, das begann irgendwann mal mit dem Kampf für die Gleichberechtigung. Ein richtiges und wichtiges Ziel. Das war aber doch eigentlich erreicht. Oder irre ich mich da? Ich kann mich jeweils nicht erinnern, dass ich mich irgendwie zu irgendeiner Gelegenheit hätte zurückgesetzt fühlen müssen. Ganz im Gegenteil. Aber aus dem Kampf für die Gleichberechtigung der Frau, aus dem Kampf, ja, oder die feministische Bewegung, ist doch inzwischen längst eine Bewegung geworden, die sich ausschließlich aus dem Hass auf Männer speist. Darum geht es. Und dafür muss ich wirklich sagen, schäme ich mich zutiefst. Was erreicht man damit? Wir brauchen für unsere Gesellschaften nun mal Mann und Frau. Denn hallo, große Überraschung, zur Fortpflanzung braucht man Mann und Frau. Es gibt übrigens auch nur zwei Geschlechter in dem Zusammenhang. Aber man braucht Mann und Frau. Warum also hetzt man die Geschlechter gegeneinander auf? Nun, meine Damen und Herren, herrsche und teile. Und diese Politik führt im Prinzip zu einer Gesellschaft, die nicht überlebensfähig ist. Es ist genau diese Identitätspolitik, die jede Gesellschaft direkt in den Untergang führen muss. Und das scheint mir hier das Ziel zu sein. In Berlin ist es ja inzwischen soweit, da geht es darum, Frauen wieder sichtbar zu machen. Ja? Da dürfen also Straßennamen jetzt nur noch mit weiblichen Namen versehen werden. Und dadurch werden Frauen sichtbar. Oh, klasse, richtig toll. Ich habe da nur eine kleine Frage. Wenn die jetzt nur noch weibliche Straßennamen vergeben dürfen, gilt das dann auch bei Sackgassen?
Auch dieses ganze Quotengedöns. Nein, meine Damen und Herren, die AfD ist die einzige Partei, die sich strikt gegen Quoten, die das einfach nicht unterstützen möchte. Wir sprechen uns strikt dagegen aus. Es gibt nur eine Quote. Da bin ich ein absoluter Verfechter und Befürworter von. Und ich nenne es die Idiotenquote. Nicht mehr als 3 Idioten auf jeder Regierungsbank. Ja, und dann, wie gesagt, man stiehlt uns alles. Jetzt stiehlt man uns sogar unsere sexuelle Identität. All das, was uns im Kern als Menschen ausmacht. Selbst davor schreckt man nicht mehr zurück. Es wird einfach ausradiert. Man erzählt den Leuten, kannst ein Mann oder Frau sein, ist alles völlig egal. Unsere Kinder genital verstümmeln wir. Ja, und im Prinzip setzen wir damit eben die Fähigkeit der Fortpflanzung absolut aufs Spiel, meine Damen und Herren. Die Frage ist nur, wenn Genitalien, das ist ja deren Prämisse, wenn Genitalien das Geschlecht nicht determinieren, wie bitte kann dann deren Entfernung das eingebildete Geschlecht bestätigen? Das ist doch völliger Blödsinn. Und dann, was man sieht, wir haben ja kürzlich den Pride Month begangen, also den Stolzmonat. Und ja, man hat da auch ein Symbol gehabt, wobei ich sagen muss, ich habe hier Schwarz-Rot-Gold an meinem Jackett. Das sind die Farben, auf die wir stolz sein dürfen, stolz sein können und vor allem aber stolz sein sollten. Das sind die Farben, meine Damen und Herren, Schwarz, Rot, Gold. Was wird uns jetzt eingeredet? Wir sollen stolz sein auf den Regenbogen, die Regenbogenfahne. Und meine Damen und Herren, es ist wirklich, der Regenbogen wurde den Menschen einst geschickt als Zeichen der Beendigung der Verwüstung. Es war ein Symbol, was den Menschen zur, ja, Versicherung geschickt wurde, es wird nichts Schlimmes mehr passieren. Und unter Missbrauch, Instrumentalisierung dieses Symbols wird hier gerade eine ekelhafte Agenda durchgezogen. Da fehlen mir wirklich in Teilen die Worte. Und ich muss sagen, ich werde nie wieder einen Regenbogen betrachten können, ohne vor meinem geistigen Auge diese widerwärtige, bunt angemalte Pimmelparade vorüberziehen zu sehen. Und wenn man schon meint, man muss das machen, wenn das unbedingt sein muss, hätte man dann nicht aus ästhetischen Gründen so hier oder da ein ansehnliches Exemplar einsprenkeln können? Ich meine, das Auge ekelt sich ja auch immer mit bei sowas. Ja, es geht um die Sichtbarmachung von Frauen. Und dann, mit dem ganzen Transgender-Gedöns, geht es aber genau ums Gegenteil. Denn mit der Transgender-Ideologie werden Frauen wieder unsichtbar gemacht. Man kann ja noch nicht mal mehr Frauen Frauen nennen. Das ist ja beleidigend für die anderen. Frauen gibt es nicht mehr. Hier haben wir inzwischen allerlei Begriffe. Gebärmutterhalshabende. Das Schlimmste, was ich je gehört habe, ist Menstruator. Das hört sich an wie Terminator irgendwie. Nein, man macht Frauen unsichtbar. Es geht aber weiter. Die Kollegin Mariana Hader-Künnel hat es bereits angesprochen. Das Selbstbestimmungsgesetz. Jeder kann jetzt bestimmen, ob er Männlein oder Weiblein ist. Das Problem dabei nur ist, hier werden im Prinzip wird der rote Teppich ausgerollt, damit Perverse in die Schutzräume von Frauen eindringen können. Sie werden sich in Zukunft, in denselben Umkleidekabinen wie ihre Töchter ausziehen, beziehungsweise nicht, sondern nur zuschauen,
wie ihre Töchter es tun. Und das dann mit einem irrigierten Glied. Das ist derart ekelhaft. Das ist eine Zumutung und das müssen wir auf alle Fälle unterbinden. Ich will das in meinem Umkleideraum nicht. Und dann natürlich öffnet es Tür und Tor für biologische Männer, den Frauen im Sport alles streitig zu machen, für was sie jahrelang trainiert und gekämpft haben. Und da muss ich sagen, ich sage es immer wieder, bis es auch der letzte linke Hinterbänkler im Bundestag und in den Parlamenten begriffen hat. Frauen mit Penis sind Männer ohne Eier. Und all das passiert und wird vorangetrieben. Die letzten 3 Jahre haben wir es mit Covid zu tun gehabt. Ich will dazu gar nicht viel sagen. Ich denke, wie ich die Dinge sehe, ist den meisten hier bekannt. Aber wir müssen festhalten, mit Covid hat es einen fundamentalen Paradigmenwechsel gegeben. Aus unserer demokratischen und liberalen Gesellschaft bestehen aus mündigen und freien Entscheidungsträgern. Hat man eine Gesellschaft aus Gefährdern gemacht? Wir alle waren Gefährder. Und zwar so lange, bis wir das Gegenteil bewiesen haben mittels PCR-Test. Nein, meine Damen und Herren, in einer freiheitlich-demokratischen Staat hat ein solches Bild von einem Bürger nicht das Geringste zu suchen. Der Staat hat kein Recht, seinen Bürgern zu misstrauen. Und der Staat hat mit Sicherheit kein Recht, seine Bürger als Gefährder zu betrachten. Das ist zutiefst antidemokratisch, das ist zutiefst illiberal. Und wer so denkt, hat den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schon lange verlassen. Aus Grundrechte wurden Privilegien, die sich der Bürger verdienen kann, kam ganz auf sein Wohlverhalten an. Nein, Grundrechte sind Grundrechte und die stehen den Bürgern ohne weiteres zu. Wenn der Staat diese einschränken will, hat er zu beweisen, dass er gute Gründe dafür hat. Das hat der Staat bloß nicht getan. Nein, im Gegenteil. Und so muss man leider feststellen, aus cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, wurde obidio ergo sum, ich gehorche, also bin ich. Und aus dem Homo sapiens wurde zunächst der Homo hygienicus und wir sind jetzt beim Homo obediens, dem gehorsamen Menschen, angelangt. All das hat in einer freiheitlichen Demokratie nichts zu suchen, meine Damen und Herren, nicht das Geringste. Und wenn man sich das alles anschaut, was ich bis jetzt dazu gesagt habe, dann gibt es nur einen Schluss. Die Verfassungsfeinde, die Extremisten sitzen allesamt in Berlin auf der Regierungsbank, meine Damen und Herren. Auch Dr. Gauland hat es schon angesprochen, die Presse versagt hier grandios. Sie ist nicht länger die vierte Gewalt im Staat. Sie kontrolliert die Regierung nicht mehr. Sie hat sich im Prinzip zu Hofberichterstattern degradieren lassen, die in niemals endenden Jubelarien dem Volk aufoktroyiert, was sie zu denken, was sie zu wählen haben und so weiter. Es ist nicht mehr hinnehmbar. Und deswegen, man kann es wirklich anders nicht mehr sehen. Denn wie wäre es sonst möglich, dass ein Theatermacher im Deutschlandfunk den folgenden Satz
völlig unwidersprochen sagen darf. Ich zitiere: Die Rechten wollen die Demokratie zerstören und eine Volksherrschaft errichten. Ich wiederhole das jetzt nochmal langsam. Die Rechten wollen die Demokratie zerstören und eine Volksherrschaft errichten. Meine Damen und Herren, Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das nennt man gemeinhin Volksherrschaft, meine Damen und Herren. Und deswegen kann man feststellen, diejenigen, also wir, die die Volksherrschaft beibehalten, inzwischen muss man fast schon sagen, wiederherstellen wollen, sind diejenigen, die mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Die, die es abschaffen wollen, sind die Verfassungsfeinde. Wo ist eigentlich der Verfassungsschutz, wenn man ihn dann wirklich mal braucht, meine Damen und Herren? Und deswegen kann man es im Prinzip zusammenfassen, den Fahrplan. Die Gesellschaft wird entdemokratisiert, Erwachsene werden infantilisiert, Kinder werden sexualisiert, Bürger werden kriminalisiert, schikaniert und terrorisiert. Die Freiheit wird dämonisiert. Der Diskurs wird zuerst entpluralisiert und dann homogenisiert, während unsere Gesellschaft heterogenisiert wird. Und all das führt genau zu einem Ziel, meine Damen und Herren. Und das würde ich folgendermaßen beschreiben wollen. Das Ziel ist die Errichtung eines totalitären Überwachungsstaates, in dem wir alle völlig verarmt und versklavt sind, um uns von einer Gesellschaft bestehend aus freien Individuen mit unveräußerlichen Rechten in ein Kollektiv zu überführen, in dem der Einzelne lediglich noch Teil einer willenlosen und formbaren Masse ist, über die die globalitären Misanthropen frei verfügen können. Kann man natürlich sagen, die Alte spinnt doch. Die hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Warum erzählten die sowas? Wir haben doch demokratisch gewählte Regierung, die würden sowas doch nie tun. Warum erzähle ich das? Naja, es gibt massig Anhaltspunkte genau dafür. Wie geht es nämlich weiter? Jetzt reden wir von der digitalen Währung. Meine Damen und Herren, die Pläne sind nicht mehr in der Schublade, die liegen schon auf dem Tisch. Es wird bereits diskutiert. Digitale Währung ist das Ende der Freiheit. Mit der digitalen Währung hat der Staat die ultimative Kontrolle über sie. Beispiel? Ein Beispiel in Kanada. Die Freedom Trucker, denen wurden schlicht die Bankkonten eingefroren. Einfach so. Wenn es jetzt kein Bargeld mehr gegeben hätte, dann wären die praktisch aus dem Leben verschwunden gewesen. Digitale Währung ist die totale Transparenz. Der Bürger und der Staat kriegt alles mit. Nein zu digitaler Währung, meine Damen und Herren. Ja, auch der Klimawandel wurde hier schon erwähnt, aber auch das ist nur ein weiteres Programm im Prinzip, um ihnen ihre Freiheit zu nehmen. Denn der ganze Klimawahn hat sich doch längst gewandelt. Es geht doch schon lange nicht mehr um die Bewahrung der Natur. Und es hat auch schon lange nichts mehr damit zu tun, dass man diesen Planeten für den Menschen retten will. Denn die Klimabewegung hat inzwischen den Menschen als Feind der Umwelt identifiziert. Und er betrachtet den Menschen nicht länger als Teil
der Natur, sondern als dessen Feind. Demzufolge muss der Mensch bekämpft werden. Und welche irre Ausmaße das annimmt, hat man einem Plakat gesehen vor ein paar Jahren. Plakat, eine Mutter, ein kleines Kind stand neben ihr, hatte einen Säugling auf dem Arm. Und auf dem Plakat konnte man lesen, Kinder, Zukunft oder Klimakiller. Das ist das Widerwärtigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Nein, meine Damen und Herren, Kinder sind nicht unser Untergang. Kinder sind unsere Zukunft. Das nächste, was man angehen wird, ist uns unserer Nahrung zu berauben. Diese Programme laufen schon, besonders in den Niederlanden, in Irland und auch in Kanada ist man da recht weit. Die Bauern werden enteignet. Sie dürfen nicht mehr anbauen oder nur noch geringe Waren anbauen. Ihr Vieh, bis zu 50% müssen sie notschlachten, weil Kühe furzen und rülpsen, haben die kürzlich rausgekriegt. Und das offenbar tötet jetzt unseren Planeten. Der Punkt ist aber der, meine Damen und Herren. Stirbt der Bauer, dann stirbt das Volk. Und was man hier versucht zu erreichen, ist im Prinzip der ländlichen Bevölkerung die Mittel zu nehmen, autark zu sein. Denn eine autarke Bevölkerung, das ist das Allerletzte, was man gebrauchen kann, wenn man sie unter Kontrolle bringen will. Wer freut sich? Ja, natürlich Monsanto, Nestle, Coca-Cola, die ganzen großen Konzerne. Und das führt uns dann auch direkt in die 15 Minuten Ghettos. Die nennen das 15 Minuten Städte. Ich nenne es 15 Minuten Ghettos, weil ich es einfach so benenne, was es ist. Denn genau das wird es werden, meine Damen und Herren. Die Rede ist doch schon von Klima-Lockdowns. Und es geht hier nicht um die Planetenrettung. Es geht auch nicht um ihre Bequemlichkeit oder ihren Lebensstandard, ihre Lebensqualität zu erhöhen. Denn ginge es darum, dann würde man doch damit beginnen, Bibliotheken einzurichten, Schulen zu bauen, Arztpraxen zu eröffnen, Parkanlagen anzulegen. Aber all das macht man nicht. Man beginnt mit der Errichtung von Barrikaden und der Installation von Überwachungskameras. Es geht um ihre Einsperrung, meine Damen und Herren. 15 Minuten Ghettos. Das ist das Nächste, was kommen wird. Das bringt mich dann zu vorläufig letzten Punkt, die digitale Identität. Eine gute Bekannte von mir, Vera Scharaf, sie ist Holocaust-Überlebende. Sie sagte, wie ich finde, sehr treffend, der zukünftige Totalitarismus braucht zur Internierung keine elektrischen Stacheldrahtzäune mehr. Das wird die digitale Identität einfach erledigen. Schauen Sie mal nach China. Das ist unsere Zukunft. Und ich rede hier nicht von einer Zukunft in 30, 40 oder 50 Jahren, meine Damen und Herren. Es passiert jetzt. Und wir müssen das mit allen Mitteln aufhalten. Ist das wirklich so imminent? Droht uns das wirklich? Ja, natürlich. Es gibt schon Pilotprojekte. In Bologna nennt man es das Smart Citizen Wallet. In Wien nennt man es Vienna Token. Ist natürlich alles nur freiwillig. Klar, Sie müssen da nicht mitmachen. Ja, es ist freiwillig. Noch. Denn eins ist sicher, der Covid-Pass war hier der Vorreiter. Mit dem Covid-Pass hat man die Bürger daran gewöhnt, etwas zeigen zu müssen, egal wohin man geht. Und sie glauben doch nicht im Ernst,
meine, das Covid-Pass ist als Grundrechte-Bezugsschein umfunktioniert worden. Und Sie glauben noch nicht im Ernst, dass die digitale Identität nicht exakt dem gleichen Zweck dienen wird, meine Damen und Herren. Genau das wird passieren. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Sie werden das kennen. Das, meine Damen und Herren, ist der Ring um alle europäischen Völker zu knechten. Alle. Ich habe noch einen Ring. Das ist der schlimmere. Es ist nicht Glücksrad. Sie können hier nichts gewinnen. Und bei diesem Ring werde ich Tolkien jetzt vollständig zitieren. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und dort ewig zu binden. Das ist deren Motto, meine Damen und Herren. Und das gilt es auf allen Ebenen mit allen Mitteln zu verhindern. Deswegen meine dringende Bitte an Sie. Wenn Sie Recht, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit behalten wollen, wenn Sie in einem Rechtsstaat als freies Individuum leben wollen, dann kann es am 8. Oktober nur eine einzige Wahl geben. Beide Stimmen für die AfD. Denn wir sind für euch und wir kämpfen für euch, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Christine, für diese Rede, die uns eben nochmal richtig aufgewühlt hat. Ja, wir haben jetzt 4 sehr engagierte Reden gehört. Nochmal zur Erinnerung, mein Name ist Thomas Schenk, ich bin der Kreissprecher des Kreisverbandes Kassel-Stadt. Der Volker hat es ja vorhin liebenswerterweise schon mal erwähnt. Ja, also wir haben jetzt 4 engagierte Reden gehört und angefangen hat es mit Robert Lambrou. Er hat praktisch die wichtigsten Probleme in unserem Land schon mal ziemlich deutlich beschrieben und hat auch eine Perspektive aufgemacht, wie es mit uns anders gehen könnte. Das war natürlich sehr wichtig und sehr positiv. Ja, als nächstes hat Herr Dr. Gauland uns ein bisschen was erzählt über den desaströsen Zustand unseres Rechtssystems. Und ja, das gibt uns weiß Gott zu denken. Marianne Harder-Kühnel hat uns dann im Anschluss etwas erzählt über die Geschlechterrollen, über die Familie, ja, wie die uns in Grund und Boden Regierenden das sehen und was sie hier verändern wollen. Das ist absolut erschreckend. Ja, und last but not least hat die Christine dann eben nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, wie ernst die Situation in diesem Land ist. Ja, es sind praktisch alle Aspekte angesprochen worden. Ich habe nur so 3 kleine Dinge, die ich Ihnen nochmal sagen möchte, die ich aus den Reden mitgenommen habe. Stichworte, ein Stichwort ist Energiewende. Da habe ich so meine ganz persönliche Definition zu. Ich sage, das, was die uns als Energiewende verkaufen, ist ein Energieende. Ja. Das ist meine ganz persönliche Übersetzung dessen, was die als Energiewende bezeichnen. Und das zweite ist die Geschlechterrolle. Da kann man an einem Punkt, den ich Ihnen jetzt mal als Beispiel nennen möchte, erkennen, wie irre das ist, was hier gemacht wird und dass deren Ideologie Ihnen letzten Endes auf die eigenen Füße fällt. Und zwar, ja, stellen Sie sich vor, wir haben es ja vorhin gehört, dass praktisch nächstes Jahr jeder aufs Rathaus marschieren kann und kann sagen, ich bin jetzt kein Mann mehr, ich bin eine Frau. Ja, was hat das denn für Konsequenzen? Wir haben ja als AfD in den letzten Jahren aus Länderparlamenten des Öfteren gehört, dass die Parteien im linken Spektrum gerne Quoten einführen wollen, Geschlechterquoten. So. Gut, da hat der eine oder andere uns vielleicht einen Schrecken bekommen und hat gesagt, na, wer weiß, wenn die das durchsetzen können, dann haben wir vielleicht ein Problem, weil wir in der Tat in der AfD deutlich mehr Männer sind als Frauen. Aber jetzt kann ich nur sagen, mit der neuen Gesetzeslage können wir das vollkommen gelassen sehen. Ja, sehen Sie, wir haben irgendwann in 2 Jahren wieder Kommunalwahl hier in Hessen. So. Und wenn ich mir vorstelle, wir haben in Kassel dann eine Kommunalfraktion von 10 oder 12 Leuten und es gibt eine Quote. Sie glauben gar nicht, wie schnell mindestens 6 von den 12 dann Frauen sind. Das glauben Sie gar nicht. Das geht so schnell können die gar nicht gucken. Ja, dann gibt es noch einen Aspekt, den ich noch sagen will, bevor ich zu den großen Danksagungen komme.
Der eine Aspekt ist die Brandmauer. Sie alle haben des Öfteren, also eigentlich jeden Tag, von der Brandmauer gehört. So, und jetzt ist natürlich eine Brandmauer eigentlich ja etwas sehr Wertvolles, muss man ganz klar sagen. Ja, eine Brandmauer heißt, auf einer Seite brennt's und auf der anderen Seite bin ich geschützt. Und jetzt könnten wir einfach mal dazu übergehen, und wenn es um die Brandmauer zwischen den Altparteien und uns geht, nicht die Brandmauer zwischen uns und dem Volk, die muss weg. Aber ich kann hier mal sagen, die Brandmauer zu diesen Altparteien, die muss dringend bleiben. Ja, denn bei denen brennt es lichterloh. Nicht bei uns brennt es, bei denen brennt es. So, aber jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Sie müssen das ja auch alles erstmal setzen lassen, was Sie eben in diesen vier hervorragenden Reden gehört haben. Ja, und was natürlich immer üblich ist bei solchen Veranstaltungen, am Ende sprechen wir natürlich einigen Herrschaften unseren Dank aus, denn so eine Veranstaltung, die kommt nicht von alleine. Ja, das ist nicht so, dass man mit den Fingern schnipst und dann sitzen wir alle hier und haben einen schönen Tag, sondern das alles muss organisiert werden. Und wir haben vorhin schon mal gehört, die Marianne hat freundlicherweise schon den Heiko angesprochen. Der Heiko Scholz ist unser Wahlkampfkoordinator und der wird unterstützt vom Henning Töne. Die beiden sind seit Wochen und Monaten unermüdlich in Hessen unterwegs, um hier vernünftige Wahlkampfveranstaltungen auf die Beine zu stellen. Und ich finde, das machen sie sehr gut, was wir auch am heutigen Tag sehen. Und da gebührt den beiden doch mal tatsächlich ein herzlicher Dank. So, und bevor ich jetzt noch weitere Danksagungen formuliere, gleich erstmal vorab eine kleine Entschuldigung. Denn es wird so sein, dass ich irgendjemanden möglicherweise vergesse bei meinen Danksagungen. Ja? Das heißt, möchte sich bitte jeder angesprochen fühlen bei meinen Danksagungen, der dabei geholfen hat, dass wir hier eine vernünftige Veranstaltung auf die Beine stellen. Ne? So, aber ein paar nenne ich jetzt doch mal. Ich habe eben den Heiko und den Henning schon genannt. Aber wir haben natürlich hier auch eine Technik. Das sind nicht nur die zwei, das ist ein riesiges Team, die dafür sorgen, dass wir hier vernünftiges Licht haben, dass wir einen vernünftigen Ton haben, dass wir schöne Bilder haben. Denen spreche ich meinen ausdrücklichen Dank aus. Wir haben hier eine Security, wir haben die, die für die Sicherheit hier im Raum zuständig sind. Und dann haben wir ein großes Team von Leuten, die das Ganze aufbauen, abbauen, reinigen und so weiter und so fort. Also wir haben sehr viele Leute, die dazu beitragen, dass wir hier eine vernünftige Veranstaltung haben. Und namentlich möchte ich noch den Andreas Salzmann nennen, das ist der Kreissprecher des hier federführend zuständigen Kreisverbandes. Andreas, herzlichen Dank, dass du uns hier alle so freundlich aufgenommen hast. So, aber da liegen schon Leckereien, sehe ich gerade im Hintergrund. Ja, die sind für nicht für den Personenkreis, der eben genannt worden ist, sondern die Leckereien, die jetzt hier liegen, sind für unsere vier Redner, die sich heute hierher bemüht haben. Und deshalb möchte ich auch diese vier Redner hier noch mal kurz auf die Bühne bitten. Bitte, Robert Lambrou. Herzlichen Dank, bitte auf die Bühne. Alexander, Herr Dr. Gauland ist, glaube ich, noch draußen, der kommt gleich. Mariana, bitte. Christine, bitte auf die Bühne. Herr Dr. Gauland, geben wir dann das Präsent nachher noch. Renate, wolltest du das machen? So. Also, nochmal herzlichen Dank. Bitte diese Seite. Herzlichen Dank für eure engagierten Reden. Herzlichen Dank, dass ihr angereist seid, um uns hier aufzuklären über die Probleme, die uns auf der Seele liegen und für die wir Abhilfe sorgen wollen. Es gibt natürlich in Nordhessen, wie könnte es anders sein, eine Ahle Wurst. Ja, Herr Gauland kommt gleich noch, denke ich, wenn mal jemand draußen gucken könnte. Aber wir sind sowieso noch nicht ganz fertig. Wir bleiben noch ein paar Minuten hier oben. So. Ja, wie gesagt, in Nordhessen ist natürlich eine Ahle Wurst Standard und es gibt auch noch was Leckeres dazu, sehe ich gerade. Ja, wunderbar. Wissen wir nicht, was drin ist, aber ihr lasst euch, oh, es ist was zu trinken, ja. Es ist kein Mineralwasser. Okay. Ja, dann möchte ich aber noch ein paar Personen auf die Bühne bitten. Und zwar ist es so, wir sind ja eine basisdemokratische Partei, wir sind eine Partei zum Anfassen, wir sind nicht irgendwo abgehoben da oben, ja, sondern wir sind Teil des Volkes, wir sind mitten im Volk. Ja, und wir haben natürlich Landtagswahlen vorstehen und haben hier in Nordhessen auch Direktkandidaten. Ja? Und deshalb möchte ich doch bitten, damit Sie alle mal sehen können, wen Sie hier in Nordhessen wählen können, möchte ich die Direktkandidaten mal auf die Bühne bitten. Das ist im Wahlkreis 1 die Sibylle Joost. Wo ist die Sibylle? Sie tritt bei mir in Kassel an, da hinten kommt die Sibylle Joost. Wahlkreis 2, Volker Richter, den kennen Sie alle schon, er ist auch Direktkandidat, der kommt bitte auch auf die Bühne. Wahlkreis 3, Kassel 1, Norbert Hansmann, bitte auf die Bühne. Wahlkreis 4,
Kassel Stadt 1, der steht schon auf der Bühne, das ist meine Wenigkeit. Dann haben wir noch anwesend die Yvonne. Yvonne Bentichink für Effenberger. Yvonne, eine ganz besonders engagierte mit eigenem Fanclub, wie ich gerade höre. Und dann haben wir den Stefan Ginder, Schweim-Eder. Bitte, Stefan. Und die Renate Glaser, wo ist sie? Ach, da ist die Renate. Gut. So, jetzt sind wir fast vollständig. Die Frage ist, ob der Herr Dr. Gauland. Einmal, ich reiße noch einmal hier das Mikro an mich. Herr Dr. Gauland lässt sich entschuldigen, der ist schon los. Also wir werden ihm die Wurst noch zukommen lassen und sie nicht irgendwie selber nachher verspeisen. Okay, Herr Dr. Gauland hat noch die weiteste Anreise. Das sei ihm gegönnt, dass er sich jetzt auch langsam mal wieder auf die Heimreise begibt. Ja, die Veranstaltung endet jetzt. Aber wie Sie alle wissen, also alle, die schon AfD-Veranstaltungen besucht haben, wissen, dass wir am Ende unserer Veranstaltung die Nationalhymne singen. Und dazu möchte ich Sie bitten, dass Sie sich von Ihren Plätzen erheben. Und die Technik spielt dann irgendwann die Nationalhymne ein und dann würden wir gemeinsam die Hymne singen. Wer stimmt denn an? Technik oder machen wir es so? Machen wir es so. Gut, wir haben alle starke Stimmen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht sind des Glückes Unterfangen. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Wir wünschen Ihnen alle eine gute Heimfahrt und Sie wissen alle, wen Sie am 8. wählen dürfen und sollten. Und werben Sie bitte auch für uns. Wir brauchen jeden von Ihnen. Vielen Dank.